Okay, dann würde ich sagen, hiermit können wir auch langsam starten. Herzlich willkommen zu dem Lunch Talk der Transfer Unit, unserem letzten Lunch Talk vor der Weihnachtspause. Und wir freuen uns sehr, dass heute sich so viele für den Lunch Talk angemeldet haben und sich auch heute dazuschalten. Wir werden heute mit unseren Gästen über die Frage diskutieren, wie WissenschaftlerInnen zur Wissenschaftskommunikation befähigt und auch motiviert werden können. Und ich denke, es wird ein sehr spannender Lunch Talk werden. Für alle, die heute nicht zum ersten Mal dabei sind, denen ist es vielleicht schon aufgefallen, Lilian Fischer, die sonst unseren Lunch Talk moderiert, kann heute leider nur als stille Zuhörerin dabei sein. Und ich werde heute die Moderation übernehmen und uns durch den Termin führen. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Julia Wigger. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und stellvertretende Projektleiterin in der Transfer-Unit bei Wissenschaft im Dialog. Bevor wir jetzt gleich einsteigen, noch ein kurzer organisatorischer Hinweis. Sie haben das sicherlich schon alle gesehen, als Sie sich eingewählt haben. Und zwar unser Lunch Talk wird aufgezeichnet. Und er wird später auf YouTube bei Wissenschaft im Dialog und auch auf unserer Website der Transfer Unit zum Download zum Anschauen zur Verfügung stehen, damit auch alle, die heute nicht die Gelegenheit haben, sich später noch den Lunch Talk anschauen können. Wenn Sie nicht mit Ihrem Bild dort erscheinen möchten, dann schalten Sie gerne die Kamera aus. Das ist gar kein Problem. Es wird später im zweiten Teil des Lunch Talks auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, Erfahrungen zu teilen oder zu kommentieren. Das können Sie entweder machen, wenn Sie die Hand heben und sich dann selber zu Wort melden, oder aber auch, wenn Sie das nicht möchten, haben Sie die Möglichkeit, sich Ihre Frage oder Ihren Kommentar in den Chat zu schreiben. Und meine Kollegin Lisa Mertin wird dann auch Ihre Anliegen, Ihre Fragen aufgreifen, sodass wir Sie auch hier im Lunch Talk mit berücksichtigen können. Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen und uns mit der Motivation und Befähigung von WissenschaftlerInnen zur WISCOM auseinandersetzen, möchte ich noch kurz ein paar organisatorische Worte zur Transfer-Unit sagen, zu unserem Projekt und auch zum Ablauf des heutigen Lunch Talks. Die Transfer-Unit, die den heutigen Lunch Talk organisiert, ist ein Verbundprojekt zusammen von Wissenschaft im Dialog und auch mit den Kollegen von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Und genau, Andreas winkt schon ins Bild. Und wir werden gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ziel unseres Projektes, also Ziel der Transfer-Unit, ist es, Fragestellungen, die die Wissenschaftskommunikationspraxis umtreiben, zu sammeln, zu bündeln und die Forschungsergebnisse, die die Wissenschaftskommunikationsforschung zu den jeweiligen Themen anbieten kann, zusammenzutragen und zur Diskussion zu stellen und damit auch einen Raum zu schaffen für Reflexion. Wie machen wir das? Wir haben zwei Formate. Das sind zum einen die Systematic Reviews. Das sind sehr umfangreiche, systematische Literaturanalysen, die von unseren Kollegen an der BBAW zusammengestellt werden oder erstellt werden. Und zum anderen haben wir die Forschungsüberblicke. Das sind Literaturüberblicke, die etwas weniger umfangreich sind als die Systematic Reviews. Und hierfür beauftragen wir meist Promovierende, die im jeweiligen Forschungsfeld unterwegs sind und sich sehr gut auskennen, um für uns den aktuellen Forschungsstand und auch die wissenschaftliche Literatur zusammenzufassen und darüber eben einen Forschungsüberblick zu verfassen. Diese Systematic Reviews und auch die Forschungsüberblicke stellen wir dann auf unserer Website zum Download zur Verfügung und auch der heutige Forschungsüberblick, der sich mit der Frage auseinandersetzt, wie WissenschaftlerInnen zur Wissenschaftskommunikation befähigt und auch motiviert werden können. Auch den finden Sie auf unserer Website zusammen auch noch mit weiteren Tools, mit einer Infografik, die nochmal explizit die Barrieren herausgreift und auch mit einem How-to. Meine Kollegin wird gleich noch einen Link in den Chat stellen, wo Sie diesen Forschungsüberblick finden. Darüber hinaus wollen wir die Ergebnisse aber nicht nur in Form dieses Forschungsüberblicks zum Download zur Verfügung stellen, sondern wir wollen auch die Vernetzung und den Austausch, die Diskussion von Forschung und Praxis über diese jeweiligen Themen fördern. Und deswegen gibt es auch das Format des Lunch Talks, wo wir nochmal das Anliegen verfolgen, die Forschungsergebnisse gemeinsam mit der Praxis zu diskutieren. Und dafür haben wir uns auch heute zum einen die AutorInnen des Forschungsüberblicks eingeladen, als auch zwei sehr spannende Gäste aus der Praxis.
Was erwartet Sie heute? Also einmal kurz zum Ablauf. Sie haben sicherlich schon bei der Anmeldung gesehen, dass der heutige Lunch Talk etwas länger sein wird als unsere vorherigen Lunch Talks. Wir werden heute 1,5 Stunden zur Verfügung haben, das heißt erst so gegen 13:30 Uhr enden, um dem Thema und unseren Gästen auch genug Raum zu geben, um ihre Ergebnisse vorzustellen und hier zu diskutieren. Der Lunch Talk gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil werden wir gleich zwei Inputs von den AutorInnen des Forschungsüberblicks hören. Und ich werde jetzt die Gelegenheit nutzen, um die AutorInnen kurz vorzustellen. Es handelt sich dabei einmal um Friederike Hendricks, Lennart Banse und Julian Fick von der Nachwuchsforschungsgruppe 4C der Technischen Universität in Braunschweig. Die drei erforschen, warum Forschende Wissenschaftskommunikation betreiben und wie man sie durch Trainings dabei noch stärker unterstützen kann. Dr. Friederike Hendricks leitet die Forschungsnachwuchsgruppe 4C. Sie ist Psychologin und forscht auf dem Feld der Wissenschaftskommunikation. Und neben der Frage, wie WissenschaftlerInnen zur Wissenschaftskommunikation befähigt werden können, interessiert sie sich auch für die Rezipierendenperspektive auf Wissenschaftskommunikation, für Vertrauen in die Wissenschaft und für die Wahrnehmung der Kommunikation von wissenschaftlichen Unsicherheiten. Julian Fick und Lennart Banse sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter und Doktoranden in der Nachwuchsforschungsgruppe 4C. Julian Fick legt dabei seinen Schwerpunkt auf die Frage, wie kommunizierende WissenschaftlerInnen durch Trainings geholfen werden kann, besser über ihre Forschung zu kommunizieren und interessiert sich für die evidenzbasierte Entwicklung und Überprüfung eben dieser Trainings. Lennart Banse beschäftigt sich damit, welche Faktoren in Gesellschaft, im Wissenschaftssystem und besonders auch in den Forschungsorganisationen einen Einfluss darauf haben, ob Forschende Wissenschaftskommunikation für relevante berufliche Aufgaben halten. Und wir freuen uns sehr, die drei mit dieser sehr breiten Expertise sowohl für den Forschungsüberblick als auch für den heutigen Lunch Talk, dass wir sie dazu gewinnen konnten. Den ersten Input zum Forschungsüberblick wird gleich Lennart Banse geben. Dann wird es eine ganz kurze Pause geben. Da haben Sie die Möglichkeit, inhaltliche Rückfragen zu stellen, wenn etwas inhaltlich nicht klar geworden ist. Und dann wird es noch einmal einen kurzen Input von Julian Fick geben und noch eine abschließende, eher auf der Metaebene angesiedelte Einordnung von Friederike Hendricks. Auch im Anschluss daran haben Sie kurz die Möglichkeit, inhaltliche Rückfragen zu stellen. Ich bitte Sie aber darum, das wirklich auf inhaltliche Rückfragen zu beschränken, da wir noch zu einem späteren Zeitpunkt noch die Möglichkeit haben werden, in die Diskussion zu gehen. Für den zweiten Teil unseres Lunch Talks haben wir uns aus der Praxis heute Dr. Elisabeth Jurak eingeladen und Dr. Lisa Birnbaum. Und wir freuen uns sehr, auch Sie hier begrüßen zu können heute. Dr. Elisabeth Jurak ist Kommunikationsbeauftragte der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn und wird uns darüber berichten, wie sie in ihrem Arbeitsalltag WissenschaftlerInnen dazu motiviert, über ihre Forschung zu kommunizieren. Dr. Lisa Birnbaum ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für empirische Bildungswissenschaft der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Referentin am Institut für Bildungsanalysen in Baden-Württemberg mit dem Schwerpunkt Wissenstransfer. Sie wird uns unter anderem darüber berichten, was sie als Wissenschaftlerin zur Wissenschaftskommunikation motiviert hat. Den zweiten Teil unseres Lunch Talks werden wir mit ein paar moderierten Einstiegsfragen beginnen, um ins Gespräch zu kommen. Aber dann werden wir auch relativ schnell das Format öffnen, auch für Ihre Fragen, Beiträge und Anmerkungen. Das war's von mir jetzt auch erstmal mit den organisatorischen Hinweisen. Ich freue mich sehr auf einen spannenden Lunch Talk und übergebe das Wort an Lennart für den ersten Input. Ja, ich versuche gerade den Bildschirm zu teilen. Ist jetzt die Präsentation sichtbar? Ja, alles klar. Dann vielen Ja. Dank für die Einleitung, für die Vorstellung und jetzt für die Möglichkeit, unseren Forschungsüberblick vorzustellen. Ich stelle den ersten Teil, wie gerade eben schon angekündigt, des Forschungsüberblicks vor.
Und das ist der Teil über die Motivation und die wahrgenommenen Barrieren, die Forschende derzeit oder aktuell laut aktuellem Forschungsstand mit der eigenständigen Wissenschaftskommunikation verbinden. Ganz kurz zur Ausgangslage, wo sind wir hergekommen? Dass die Relevanz von WISCOM steigt, ist wahrscheinlich allen, die jetzt hier teilnehmen, bewusst und bekannt. Das macht sich daran fest, dass Erwartungen an direkte Wissenschaftskommunikation eben aus der Wissenschaft selbst an die Öffentlichkeit steigen, dass auch Forschungsförderung und Politik in offiziellen Dokumenten, Grundsatzpapieren wie hier vom BMBF, in Förderpaketen, die an WISCOM gekoppelt werden, etc., eben offizielle Rahmenbedingungen schaffen, die mehr fordern, dass WISCOM aus der Wissenschaft direkt passiert, das aber eben auch fördern und unterstützen. Die Forschungsorganisationen selbst ziehen nach. Wenn man das im Zeitverlauf sich anguckt, ist es so, dass vermehrt in den letzten 10, 15 Jahren in WISCOM-Strukturen, Projekte, Infrastruktur, in die Professionalisierung investiert wird und eben versucht wird, auch Wissenschaftskommunikation in Organisationen stärker zu professionalisieren und zu verankern. Was dabei allerdings eine Sache ist, die immer wieder Schwierigkeiten hervorruft, ist, dass Forschende nicht unbedingt selbst Wissenschaftskommunikation als eine ihrer absoluten Kernaufgaben sehen, weswegen wir eben zu unserer Ausgangslage kommen und dem Arbeitsauftrag, den wir bekommen haben. Wie kriegt man denn Forschende dazu motiviert, zu unterstützen, mitzuarbeiten an der Wissenschaftskommunikation direkt aus der Wissenschaft? Und wenn Sie Barrieren wahrnehmen, die Sie daran hindern, wie kann man die sinnvoll und effektiv abbauen? Das war der Arbeitsauftrag, der ein bisschen aus der Praxisperspektive kam. Wir haben uns jetzt mit der Forschungsliteratur auseinandergesetzt. Und hier der Disclaimer am Anfang. Wir mussten das ein bisschen umformulieren, denn die Literatur, die wir untersuchen konnten, kann nicht direkt sagen, welche Faktoren man irgendwie umstellen kann, um Forschende direkt zu motivieren oder irgendwie Barrieren abzubauen. Wir können vor allem über wahrgenommene Motivation und Barrieren berichten, die gerade von Forschenden wahrgenommen werden. Wie sind wir dabei vorgegangen? Also wir haben systematisch, wurde eben auch angekündigt, die Literatur aus der Wissenschaftskommunikation gesichtet, haben im Rahmen eines großen Literaturreviews, das wir gerade durchführen, sich alle Studien, in denen Forschende selbst befragt wurden, in Interviews und Befragungen zusammengesammelt, in denen sie zu Motivation und Barrieren für Wissenschaftskommunikation befragt wurden und selbst Auskunft gegeben haben. Es handelt sich hier also um keine empirische Arbeit, die wir selbst umgesetzt haben, also keine Befragung oder Interviewstudie, sondern um einen Literaturüberblick. Genau. Aus diesem großen Pool, der für unser großes Review besteht, haben wir dann für den Forschungsüberblick eine Auswahl getroffen, also durch uns selbst. Und zwar haben wir uns darauf konzentriert, im Feld als relevant erachtete Studien, die viel zitiert werden, beispielsweise zu nehmen und die Kernergebnisse aufzuarbeiten, zusammenzufassen und zu systematisieren. Darauf beruht jetzt dieser Forschungsüberblick, über den wir gleich sprechen. Dabei gab es drei Kernfragen, nämlich welche Barrieren hindern Forschende aus deren eigenen Sicht, also es sind ja Befragungen oder Interviews, also immer deren eigene Sicht, also welche Barrieren hindern Forschende aus ihrer Sicht daran, aktiv an Wissenschaftskommunikation teilzunehmen? Was motiviert sie aus ihrer eigenen Sicht dazu, mitzumachen? Und der Teil von Julian danach beschäftigt sich damit, wie sie zu guter, eigenständiger Wissenschaftskommunikation befähigt werden können. Wir fangen jetzt mit dem ersten Teil an, mit den wahrgenommenen Barrieren. Ganz wichtig ist hier, dass wir, wie gesagt, Befragungen und Interviews untersucht haben. Es geht also um subjektive Wahrnehmung von Barrieren. Das heißt, wenn ich gleich über Strukturen zum Beispiel spreche, geht es um wahrgenommene Strukturen. Wir können nicht über tatsächliche Strukturen berichten, weil natürlich nur die Forschenden selbst berichten, wie sie das sehen. Also wir können nicht sagen, die Struktur ist so und so, sondern die Forschenden sehen die Struktur so und so. Das als ganz wichtigen Punkt hier vorweg. Die wahrgenommenen Barrieren haben wir klassisch sozialwissenschaftlich nach Makro-, Meso-, Mikroebene, also Gesellschaft, Organisations- und Individualsicht und Barrieren geordnet. Und wenn wir auf die Systemebene gehen als erste, wird in den Studien, die wir uns angeguckt haben, ganz deutlich, dass im Wissenschaftssystem generell einfach andere Berufsrollen, etabliertere Berufsrollen wie Forschung oder Lehre als deutlich relevanter gesehen werden als Wissenschaftskommunikation von den Forschenden. Das heißt, denen wird eine höhere Priorität eingeräumt, und deswegen kommen wir gleich noch auf der Individualebene zu. Gibt es wenig Zeit, die wahrgenommen wird für Wissenschaftskommunikation. Zeitgleich nehmen die Forschenden wenig oder kaum Anerkennung für ihre Karriere, also wirklich relevante Anerkennung wahr. Wissenschaftskommunikation ist derzeit kein relevanter Karrierefaktor, beispielsweise wenn es darum geht, auf eine Professur berufen zu werden. Zeitgleich berichten die Forschenden, dass es wenige finanzielle oder extrinsische Anreize gibt in Form von Boni, finanziellen ja, Belohnungen sozusagen für gute WISCOM. Und dass das eben auch kein motivierender Faktor für sie ist.
Und im Hinblick auf die anderen Akteursgruppen, wie professionelle KommunikatorInnen, sind viele Forschende der Ansicht, dass eben diese anderen Akteursgruppen dafür zuständig sind und fragen sich dann, warum sollen sie selbst kommunizieren, wenn es doch die Hochschulkommunikation und JournalistInnen gibt. Auf der Organisationsebene schlagen sich diese Faktoren einigermaßen durch. Die Forschenden nehmen einen gewissen Mangel an Unterstützung wahr in ihren Forschungsorganisationen, fühlen sich manchmal alleingelassen damit, dass sie kommunizieren sollen. Vor allem sehen sie auch wenig Anerkennung durch Vorgesetzte, auch in der Organisation, also auch, dass sie da keine richtigen Vorteile davon haben, wenn sie gute Wissenschaftskommunikation betreiben. Das ist immer eher on top höchstens oder manchmal sogar ungewollt. Sie sind der Ansicht, dass zu wenig Ressourcen in den Forschungsorganisationen bereitgestellt werden, um gute WISCOM umzusetzen. Und auch hier auf die Hinblick, mit Hinblick auf die Zusammenarbeit mit hier vor allem Hochschulkommunikatoren ist ihnen oft sehr unklar, welche Rolle wer einnimmt. Also was machen die Hochschulkommunikatorinnen, was machen die Forschenden, wie ergänzen die sich gegenseitig, wie soll die Zusammenarbeit aussehen, die wird von den Forschern oft als ineffizient und unklar wahrgenommen. Auf der Individualebene schlägt sich das dann durch auf die sehr oft berichteten Barrieren zur Wissenschaftskommunikation, nämlich zum einen aufgrund der ganzen Faktoren, die wir jetzt genannt haben, nehmen die Forscher oft keinen Nutzen, also keinen wirklichen Nutzen für sich selbst wahr, für ihre Karriere vorzubereiten. Da andere Rollen, eben Forschung, Lehre, akademische Selbstverwaltung, als wichtiger wahrgenommen werden und den Alltag dominieren, wird sehr oft, das ist der meistgenannte Grund in allen Befragungen als Barriere, wird oft Zeitmangel berichtet, weil eben einfach andere Aufgaben priorisiert werden im Arbeitsalltag. Des Öfteren berichten Forscher auch, dass ihnen gewisse Fähigkeiten fehlen. Welche da relevant sind, geht Julian gleich später nochmal detailliert drauf ein. Ich habe schon gesagt, die eigene Rolle wird als unklar gesehen. Dann gibt es manchmal noch die Ansicht oder die Sorge davor, dass man kritisiert werden könnte, wenn man etwas Falsches sagt in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Kommunikation, zum Beispiel von den Medien, von öffentlichen Gruppen, aber auch aus der eigenen Wissenschaftscommunity. Und es gibt gewisse Vorbehalte gegenüber Medien und Zielgruppen, zum Beispiel, dass Medien Forschungsergebnisse verzerren aus Sensationsgründen. Oder dass Zielgruppen sich einfach gar nicht für die Themen interessieren, die die Forscher kommunizieren können. Jetzt haben wir sehr viele Barrieren gesehen. Jetzt stellt sich die Frage, warum kommunizieren denn einige Forschende doch, obwohl es so viele Barrieren in ihren Augen gibt? Deswegen haben wir uns die von den Forschern berichteten derzeitigen Motivationsfaktoren angeschaut, die sie selbst berichten, die sie zur Wissenschaftskommunikation motivieren. Und ganz deutlich wird, dass vor allem der individuelle Spaß an der Wissenschaftskommunikation derzeit einer der Hauptgründe ist, weswegen Forschende kommunizieren. Also wenn sie Spaß dran haben, dann kommunizieren sie auch. Ein zweiter sehr wichtiger Faktor ist ein wahrgenommenes Pflichtgefühl. Das wird oft als Sense of Duty in den Studien bezeichnet. Der ist ein bisschen zweigeteilt. Der meistberichtete ist das Pflichtgefühl gegenüber der Gesellschaft, vor allem durch Steuerfinanzierung des Berufs auch irgendwas zurückgeben zu wollen, irgendwie beizutragen, dass die Gesellschaft gut funktioniert. Auf der anderen Ebene nehmen die Forschenden aber auch manchmal einen normativen Druck wahr. Also sie sehen, dass irgendwie von ihnen erwartet wird, aus ihrer Fachkultur, aus der Organisationskultur, aus wissenschaftlichen Umfeldern zu kommunizieren. Und das beeinflusst sie dann auch in ihrer Motivation, selbst Wissenschaftskommunikation zu machen. Ein dritter Faktor, der in einigen Studien, aber nicht in allen kommt, ist ein Rollenvorbild zu sein, eine zentrale Motivation. Das ist aber für spezielle Gruppen oft. Also es sind oft marginalisierte oder Personen aus marginalisierten Gruppen. Auch Frauen berichten in qualitativen Studien, vor allem in MINT-Fächern, darüber, dass sie einfach gerne zeigen möchten, dass Wissenschaft nicht nur von alten weißen Männern dominiert ist, sondern sie wollen durch ihre eigene Position das zeigen, dass man selbst aktiv ist, auch ja, andere Gruppen dazu motivieren, sich in der Wissenschaft zu beschäftigen. Das heißt, die Faktoren, die aus der aktuellen Forschung hervorgehen, zeigen vor allem intrinsische Gründe in den Augen von Forschenden, warum sie kommunizieren. Dann gibt es noch weitere Faktoren, die untersucht werden, die aber nicht so eindeutige Ergebnisse liefern. Also eine inhaltliche Bereicherung, zum Beispiel Inputs für die eigene Forschung, wird öfter untersucht. Da gibt es keine klaren Ergebnisse. Manche Studien kommen zum Ergebnis, Forschende sehen Nutzen dafür, dass sie irgendwie Inspiration für neue Forschungsprojekte etc. bekommen. Andere kommen zu anderen nicht signifikanten Ergebnissen. Was ganz interessant ist, ist, dass berufliche und persönliche Vorteile, eben Karrierefortschritt, finanzielle Anreize, nicht als Motivator gesehen werden derzeit. Was aber nicht heißt, dass diese Faktoren nicht Forschende motivieren können. Das liegt an den Methoden der Studien in unseren Augen, weil gefragt wird oft, was motiviert sie zu kommunizieren? Und diese Anreizstrukturen existieren derzeit nicht. Das heißt, sie können die Forschenden auch nicht motivieren, zu kommunizieren, wenn sie nicht existieren.
Also das darf man nicht falsch lesen, dieses Ergebnis. Derzeit ist es kein Motivationsfaktor, es kann aber bei Ausbau ein Motivationsfaktor sein oder werden. Dann berichten einige Studien auch statistische Zusammenhänge, also was hängt damit zusammen mit einer höheren Motivation zur aktiven Wissenschaftskommunikation. Das muss man eigentlich in komplexen Modellen angucken, deswegen berichtige ich das hier nur kurz. Aber es gibt so ein paar Faktoren, die oft auftauchen und oft signifikante Zusammenhänge haben mit der Motivation zur aktiven Wissenschaftskommunikation. Das sind so forschungsdemografische Einflussfaktoren wie ein höheres Karrierealter, ein höherer akademischer Rang oder auch ein höherer wissenschaftlicher Output und damit verbundenes akademisches Standing. Wenn diese Faktoren höher sind, also Personen, die länger in der Karriere sind, die irgendwie eher Professor sind als Doktorandin, und die viel wissenschaftlichen Output produzieren, tendenziell kommunizieren die häufiger und haben eine höhere Motivation, dadurch auch zu kommunizieren. Fachzugehörigkeit wird oft untersucht. Hier zeigt sich, dass Sozialwissenschaften tendenziell eine höhere Motivation zur Kommunikation haben als Naturwissenschaften. Ein sehr wichtiger Faktor in Wirkungsstudien ist das vergangene Wissenschaftskommunikationsverhalten oder die Erfahrung, die man dabei gesammelt hat. Personen, die in der Vergangenheit kommuniziert haben und dabei positive Erfahrungen gesammelt haben, neigen dazu, in der Zukunft auch tendenziell häufiger zu kommunizieren. Genau. Das damit gekoppelt ist die persönliche Einstellung zur Wissenschaftskommunikation. Wenn man also Wissenschaftskommunikation sinnvoll und gut findet, kommuniziert man häufiger. Die wahrgenommene Selbstwirksamkeit, das heißt, die Einschätzung, dass man selbst überhaupt in der Lage ist, gut Wissenschaftskommunikation im Hinblick auf die eigenen Ziele zu betreiben. Und den ich gerade eben schon berichtet habe, der wahrgenommene soziale Druck oder Normen, die Wahrnehmung, dass das Umfeld in irgendeiner Form erwartet, dass man sich an Kommunikation, beteiligt. Das sind so die Faktoren, die immer wieder auftauchen, die ich jetzt hier einzeln berichte, aber die ich, wie gesagt, gerne so eingeordnet haben möchte, dass man sie eigentlich in komplexere Zusammenhangsmodelle stellen muss. Also man kann jetzt nicht einzelne Faktoren hier rausgreifen und sagen, das sagt voraus, dass jemand Wissenschaftskommunikation betreibt. Genau, kommen wir zum Fazit, zu diesem ersten Teil. Ganz wichtig, das ist das ganz Zentrale in diesem Forschungsüberblick. Es gibt derzeit aus Sicht von Forschenden keine beziehungsweise kaum relevante Anreizstrukturen für Wissenschaftskommunikation, die auf einer breiten Ebene Forschende dazu motivieren, Wissenschaft als zentralen Punkt oder relativ zentralen Punkt ihrer Arbeit zu sehen. Deswegen ist es derzeit noch kein relevanter Motivationsfaktor und es gibt relativ viel Optimierungspotenzial an dieser Stelle, weil das der größte Hebel ist, den man hätte, um anzusetzen. Damit zusammenhängt ist es so, dass sie derzeit eben die anderen Aufgaben als wichtiger wahrnehmen, weil es eben für ihre Karriere wichtiger ist. Und das führt zu diesem oft berichteten Zeitmangel. Also wenn in Studien Zeitmangel als Barriere genannt wird, ist es oft nicht so vielsagend. Die Frage ist, was steckt dahinter? Und das ist laut der aktuellen Studienlage, sind diese Gründe, die wir hier gerade aufzählen, relevante Gründe, die eben hinter diesem Zeitmangel liegen. Im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit anderen Akteursgruppen ist diese berichtete Unklarheit über die eigene Rolle eben besonders im Verhältnis zu Hochschulkommunikatoren ein Faktor, der optimiert werden könnte, dadurch, dass man klarere Bedingungen schafft. Genau, und trotz aller Barrieren kommunizieren die Forschenden, also einige Forschende derzeit, und das eben vor allem, weil es sie irgendwie persönlich antreibt, weil sie das Gefühl haben, sie müssten das tun aus einer sozialen Pflicht oder weil sie einfach durch ihre Persönlichkeit, durch Vorerfahrung persönlichen Spaß haben an der ganzen Aktion, ganzen Biscom-Geschichte. Was kann man jetzt für die Praxis daraus ableiten? Genau, es ist in unseren Augen sinnvoll, Forschende schon früh in der Karriere mit positiven WISCOM-Erfahrungen in Beziehung zu setzen, zusammenzubringen, zu konfrontieren. Zum Beispiel, indem man systematisch, und hier ist wichtig, wirklich systematisch und breit in die Ausbildung von Doktorandinnen Wissenschaftskommunikation mit einbaut. Das beispielsweise auch mit Praxisprojekten begleitet werden kann, die man mit Journalistinnen mit Hochschulkommunikatoren gemeinsam durchführt, damit man positive Erfahrungen sammeln kann, dass man auch das Gefühl hat, es gibt einen Impact, dass man aber auch wirklich nicht nur auf dem Papier lernt, sondern in der Praxis. Dafür wäre auf jeden Fall eine stärkere finanzielle Unterstützung durch Hochschulen und Forschungsförderung nötig, weil das auch irgendwie umgesetzt werden muss. Wir haben gesagt, es ist derzeit kein relevanter Karrierefaktor. Es gibt keine großen für die Forschenden relevanten Anreizstrukturen, die müssten eingeführt werden. Und dabei müsste wirklich darauf geachtet werden, was ist denn für Forschende wichtig? Ist es jetzt irgendwie ein Preis? Das ist es nämlich nicht genau laut einiger aktuellerer Studien. Oder ist es irgendwas, was Ihnen in Ihrer Karriere, in dem, was für Sie wichtig ist, wirklich hilft? Genau, damit zusammenhängt, ist es auch wichtig, dass Wissenschaftskommunikation als zumindest eine Teilrolle des Wissenschaftsjobs etabliert und gefestigt wird, das auch in der Fachkultur und im Wissenschaftssystem.
Und dafür müsste erstmal mehr Anerkennung von guter und erfolgreicher Wissenschaftskommunikation als Karrierefaktor, aber auch als kultureller Faktor in Forschungseinrichtungen verankert werden, was man zum Beispiel machen könnte, indem es in die Karriereentwicklung, wie beschrieben, integriert wird und auch als zentraler Faktor im Berufungs- und Beförderungsverfahren mit aufgenommen wird. Das kann aber nur passieren, wenn es überhaupt erstmal Verfahren gibt, wie man systematisch und sinnvoll und gut und vergleichbar untersuchen kann, dass Wissenschaftskommunikation gut ist. Also das wäre ein vorgeschalteter Schritt, systematische Evaluationsverfahren für gute Wissenschaftskommunikation zu entwickeln. Und als letzter Punkt, das ist vielleicht was, was man als Organisation und auch als Hochschulkommunikatorin direkt mitnehmen kann. Ich glaube, vielen Forschenden ist sehr unklar, welche Zuständigkeiten es gibt. Und hier hilft es immer, klare Definitionen von Rollen, wer ist für was zuständig, etc. zu schaffen und diese auch kontinuierlich und sehr klar zu kommunizieren, damit es den ansässigen Forschern auch bewusst ist, wie zum Beispiel HochschulkommunikatorInnen sie unterstützen können bei ihrer Wissenschaftskommunikation. Genau, zu diesem Teil des Forschungsüberblicks war es das von mir und ich wäre jetzt bereit für inhaltliche Rückfragen. Herzlichen Dank, Lennart. Dann schaue ich mal einmal kurz in den Chat und auch zu den Teilnehmenden, ob jemand die Hand hebt und jetzt direkt eine inhaltliche Nachfrage hat. Gerade sieht es erstmal nicht so aus. Das heißt, wir würden jetzt mit Julians Input weitermachen. Hey, kann man mich hören und sieht man alles? Ja. Optimal. Ja, dann herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich möchte jetzt überleiten von Barrieren und Motivation hin zu Befähigung, zu Wissenschaftskommunikation und zu Interventionen, um die Fähigkeit für Wissenschaftskommunikation zu verbessern. Interventionen meint in dem Fall letztendlich systematische Maßnahmen, die eben Fähigkeit verbessern sollen, ist letztendlich ein Überbegriff und beinhaltet alles von angefangen von Kurzworkshops hin zu ganzen Masterstudiengängen, die sich eben mit der Frage Wissenschaftskommunikation beschäftigen. Und ich möchte starten diesen Teil mit der Frage, was sind denn überhaupt die relevanten Kompetenzen für gute Wissenschaftskommunikation? Und wir haben das auch im Forschungsüberblick schon in vier quasi Arten von oder vier Unterkategorien von Kompetenzen eingeteilt, nämlich zweimal zwei Arten von Wissen, Einstellungen und Selbstwirksamkeit. Und ich gehe jetzt quasi all diese Arten einmal durch und nenne auch ein paar Beispiele, auszugsweise aus dem Forschungsüberblick. Zunächst, wichtig für gute Wissenschaftskommunikation ist Wissen über Wissenschaftskommunikation. Wir nennen das auch deklaratives Wissen und das beinhaltet zum Beispiel Wissen über Kommunikationsziele, über Medien und Formate oder auch über Vor- und Nachteile von Wissenschaftskommunikation. Die Beispiele, die ich hier rausgegriffen habe, sind letztendlich willkürlich. Sie sollen aber möglichst die Breite quasi dessen auch abbilden, dass es eben sehr viele mögliche Kompetenzen gibt, die wichtig sind für gute Wissenschaftskommunikation. Das war also das erste Wissen über Wissenschaftskommunikation. Als nächsten Punkt muss ich aber auch wissen, wie Wissenschaftskommunikation erfolgreich praktiziert wird, was wir dann prozedurales Wissen nennen. Und dazu zählt zum Beispiel Wissen, wie man zielgruppengerecht kommuniziert, wie man zielbezogen kommuniziert oder auch, wie man Social-Media-Beiträge produzieren und moderieren kann. An dem Beispiel sieht man auch ganz gut, während zum Beispiel zielgruppengerecht und zielbezogen zu kommunizieren sehr breite Anforderungen und Kompetenzen sind, die man trainieren kann, ist natürlich der Punkt, Social-Media-Beiträge zu produzieren oder wenn man es noch konkreter formulieren würde, zum Beispiel Beiträge für X bzw. Twitter zu produzieren, natürlich sehr spezifisch, aber auch das kann eben Teil von Interventionen sein. Oder eine dritte Kategorie von Kompetenzen oder eine dritte Facette von Kompetenzen bilden positive Haltungen zur Wissenschaftskommunikation, was auch als Einstellungen bezeichnet wird.
Und das gehört zum Beispiel dazu, dass man es wichtig findet, dass allgemein Wissenschaftskommunikation betrieben wird. Oder dass Wissenschaftskommunikation nicht für Reputationskommunikation missbraucht wird. Oder dass die eigene Wissenschaftskommunikationspraxis reflektiert wird. Es geht also letztendlich um ethische und reflexive Prozesse. Und das ist mir an der Stelle auch nochmal wichtig, quasi die beiden rauszugreifen. Eben dass, wenn wir von Intervention sprechen, das Ganze nicht nur auf quasi Skill-Ebene abläuft. Das heißt, es geht nicht nur darum, praktische Fähigkeiten zu trainieren, die mir dann erlauben, zum Beispiel vor einem großen Publikum zu sprechen, sondern es geht ganz konkret eben auch um Reflexionsfähigkeiten und um ethische Fragestellungen, die quasi Teil von Trainings- oder Interventionsprogrammen allgemein werden sollen. Und zuletzt sind quasi die letzte Facette bilden Überzeugungen, die Überzeugungen darüber, dass die eigenen Fähigkeiten ausreichen, um Wissenschaftskommunikation erfolgreich selbst betreiben zu können, was wir auch als Selbstwirksamkeit bezeichnen. Und dabei geht es letztendlich darum, dass man sich sowohl sicher als auch fähig fühlt, zum Beispiel vor großem Publikum zu sprechen, zum Beispiel vor einer Kamera oder einem Mikrofon zu sprechen oder auch eigenständige Textprodukte zu verfassen. Das, wie gesagt, waren nur Beispiele für jeweilige Kompetenzen, Einzelkompetenzen. Eine ausführlichere Darstellung findet sich im Forschungsüberblick in Form von einer Tabelle. Jetzt ist Ihnen vielleicht auch schon aufgefallen, das ist natürlich relativ viel. Also man kann da sehr viel reinpacken. Und um dieses Problem quasi nochmal zu visualisieren, habe ich hier einmal die WISCOM-spezifischen Fähigkeiten, die aber einen hohen Überschneidungsbereich haben, zum Beispiel zu allgemeinen Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten. Also wenn ich die Frage stelle, was macht gute oder was brauche ich für gute Wissenschaftskommunikation, dann sind es eben nicht nur die spezifischen Wissenschaftskommunikationsfähigkeiten, sondern es setzt eigentlich auch viel früher an, nämlich zum Beispiel allgemeine Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten, die ich eben zusätzlich brauche. Trotzdem ist quasi, muss man sich natürlich, wenn man ein Training oder eine Intervention generell entwickelt für Wissenschaftskommunikation, sich überlegen, ob man da schon ansetzen will oder ob man nicht spezifische Wissenschaftskommunikationsspezifische Kompetenzen trainieren mag. Und ähnlich ist es, um ein zweites Beispiel zu nennen, auch mit Wissenschaftskompetenz. Dazu zählt zum Beispiel im Bereich Forschung die Fachkompetenz oder auch die Forschungsmethodenkompetenz, die natürlich unerlässlich sind für gute Wissenschaftskommunikation. Weil wenn ich nicht fähig bin, einzuschätzen, was meine Forschung aussagt und was nicht, oder auch wie viel Unsicherheit in den Aussagen liegt, die ich kommunizieren möchte, dann wird es eben sehr schwer, gute Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Und zum Beispiel Lehre ist ein anderer Bereich, der jetzt schon in Wissenschaftskompetenz steckt und der letztendlich ja auch einen sehr nahtlosen Übergang zu Wissenschaftskommunikation besitzt. Weitere relevante Fähigkeitsbereiche, die man da aufzählen könnte, wären zum Beispiel auch soziale Kompetenzen, digitale Kompetenzen. Also man könnte da eine unendlich lange Liste machen an Bereichen, mit denen sich die Wissenschaftskommunikationsfähigkeiten überschneidet und die dementsprechend auch wichtig sind in irgendeiner Weise, um gut Wissenschaftskommunikation zu betreiben. An der Stelle möchte ich jetzt einmal übergehen zu der Frage, wenn wir so ein Training entwickeln, wenn wir eine Intervention entwickeln, was muss man dabei berücksichtigen? Und eine erste Frage, die man berücksichtigen muss, ist die Passung von zeitlichem und inhaltlichem Umfang. Wie schon angedeutet, ich kann inhaltlich versuchen, möglichst viele dieser Kompetenzziele, die ich jetzt eben beispielhaft genannt habe, umzusetzen. Ich kann aber auch sagen, ich fokussiere mich wirklich nur darauf, zum Beispiel Social Media Fähigkeiten oder sogar wirklich noch konkreter nur die Erstellung von Beiträgen für Twitter oder X zu trainieren. Und das muss natürlich, also die Breite, die ich da auswähle, die muss natürlich auch zum zeitlichen Umfang passen, die ich für diese Intervention habe. Also natürlich, wenn ich einen ganzen Masterstudiengang zum Beispiel als zeitlichen Umfang habe, also mehrere Jahre immer wieder die Möglichkeit habe, Fähigkeiten zu trainieren, dann kann ich natürlich auch inhaltlich was Breiteres wählen. Das ist dann auch relevant, wenn wir uns überlegen, wie wir zum Beispiel Identität verändern können, weil Identität eben was ist, das sich nicht in einem 2-Stunden-Workshop ändern lässt. Und damit verbunden ist uns eben auch wichtig, die realistische Zielsetzung zu betonen, dass man also nicht sagt, in unserem Training lernen Sie
wie sie gut verständlich kommunizieren, wie sie glaubhaft kommunizieren, unterhaltsam kommunizieren und sie reflektieren ihre Identität. Also man tendiert manchmal dazu, so ein Training dann auch aufzublasen und ganz viele Kompetenzen zu nennen, die trainiert werden, die aber nicht wirklich realistisch in dieser Zeit umsetzbar sind. Ein zweiter Punkt, der eng damit verbunden ist, ist der Formalisierungsgrad. Also natürlich ist die Trainings- oder die Interventionsentwicklung auch davon abhängig, ob ich einen eigenen Studiengang habe, der eben sehr breit angelegt ist, der viel Zeit lässt, oder nur einen Workshop, der eben letztendlich für Freiwillige offen steht und nicht so formalisiert und formal ist wie ein ganzer Studiengang. Dann muss ich natürlich auch die Anforderungen und Bedürfnisse der Zielpersonen im Blick haben. Dazu zählt zum Beispiel zu berücksichtigen, ob sich die Intervention an professionelle Kommunizierende oder an kommunizierende WissenschaftlerInnen richtet. Je nachdem, an wen es sich richtet, desto anders sind natürlich auch Kompetenzprofile relevanter oder weniger relevant. Es richtet sich aber auch nach der Karrierestufe. Also Studierende haben andere Anforderungen und Bedürfnisse als ProfessorInnen. Was auch damit zusammenhängt, dass einfach andere Anlässe existieren, zu denen man überhaupt kommunizieren kann. Und natürlich, und das auch wieder nur beispielhaft, ist natürlich auch Vorwissen und Vorerfahrungen wichtig zu berücksichtigen. Dann aus wissenschaftlicher Sicht vor allem wichtig Evaluation. Also die Frage, wirkt denn eigentlich die Intervention, die ich eingesetzt habe, so wie ich sie intendiert habe? Auf den Punkt werde ich gleich nochmal genauer eingehen. Und auch auf den letzten Punkt werde ich gleich nochmal genauer eingehen, nämlich die Evidenzbasierung, wo es eben darum geht, wie begründe ich denn eigentlich, was ich in diesem Training mache? Also die Inhalte, die Methoden und auch die Evaluationsmethoden, die ich einsetze. Und um die letzten beiden Punkte jetzt eben ein bisschen konkreter zu machen, möchte ich das einmal an einem Training, das wir entwickelt haben im Rahmen der Nachwuchsforschungsgruppe, versuchen, ein bisschen spezifischer und anschaulicher zu machen. Wie sind wir also vorgegangen? Wir haben uns erstmal eine Konzeption überlegt. Also Konzeption ist alles, was quasi in der Planungsphase vor der Umsetzung passiert. Das bezeichnen wir mit Konzeption. Da stand am Anfang eine normativ formulierte Zielsetzung. Wir haben uns also überlegt, natürlich auch angelehnt an Bedarfs- und Anforderungsanalysen, aber letztendlich schon normativ, was wollen wir eigentlich, dass die Teilnehmenden unserer Trainings lernen? Für uns zum Beispiel wichtig war, dass sie danach verständlich kommunizieren können und das auch sehr praktisch, nicht nur theoretisch. In dem zweiten Schritt ging es dann um ausgewählte Interventionsinhalte. Das bedeutet, es ging darum, welche Inhalte, also in dem Fall jetzt bei dem Ziel von verständlicher Kommunikation, wären die Inhalte, dass wir eben Verständlichkeitsstrategien konkret behandeln würden. Und welche dieser Strategien wir da abgedeckt haben, das ist eben aufgrund einer Evidenzbasis passiert. Also wir haben uns in der Literatur umgeguckt, haben Theorien und empirische Befunde uns angeguckt zum Thema Verständlichkeitsstrategien. Wie können wir also kommunizieren, damit das Ganze verständlich wirkt? Und haben so eben versucht, Interventionsinhalte abzuleiten. Eben zum Beispiel, indem wir die Strategie Fachbegriffe zu reduzieren ausgewählt haben. Und das haben wir jetzt nicht nur mit den Interventionsinhalten gemacht, sondern, und das ist auch besonders wichtig, auch mit den Interventionsmethoden und den Evaluationsmethoden. Bei den Interventionsmethoden geht es also darum, welche Methoden, also pädagogische Methoden vor allem, sind denn auch effektiv. Also zum Beispiel, wenn ich praktische Fähigkeiten trainieren will, dann muss ich eben auch praktische Übungen machen. Da haben wir zum Beispiel auch Videofeedback eingesetzt, wo wir eben die Teilnehmenden gefilmt haben und dann das danach nochmal angeschaut haben, um eben konkret daran auch konkrete Verhaltensänderungen zu erzielen. Und zuletzt auch die ausgewählten Interventionsmethoden. Also auch da kann man sich natürlich die Frage stellen, das, was wir jetzt tatsächlich trainieren wollen, wie kann ich das evaluieren und was sind dafür valide und reliable Methoden? Wichtig ist, dass diese vier Komponenten der Konzeption aber nicht unabhängig voneinander sind, sondern dass die eben sehr eng miteinander verbunden sind. In dem Moment, in dem ich die Zielsetzung ändere, muss ich natürlich auch alle anderen Facetten mit ändern. Weil natürlich in dem Moment, in dem ich sage, zum Beispiel, ich möchte praktische Fähigkeiten trainieren als Ziel, dann kommt natürlich, also dann hat das Einfluss auf alle anderen, weil ich dann ganz anders trainieren muss. Ich muss dann viel praktische Übungen machen und eben auch in der Evaluation einen viel praktischeren Ansatz fahren.
Das war quasi die Konzeption. Wir haben jetzt quasi ein fertiges Trainingskonzept und dieses Trainingskonzept haben wir jetzt umgesetzt, also implementiert. Und ohne genau ins Detail zu gehen, was bei der Implementation wichtig ist, muss man dann natürlich schauen, dass man die Merkmale der durchführenden Person, also des Trainers, der Trainerin berücksichtigt, aber auch der Teilnehmenden, die an dem Training teilnehmen. Und zuletzt auch den Kontext, also zum Beispiel in welchen Räumen findet es statt, welche Technik habe ich zur Verfügung und so weiter. Das, was wir in der Implementation, und dazu gehört eben auch eine Evaluation, dann an Erfahrungen gesammelt haben und auch an Evaluationsergebnissen, das haben wir wieder genutzt, um die Konzeption zu verändern, mit dem Hintergedanken, dass natürlich, was wir als Evaluationsergebnisse sammeln, ja letztendlich Teil der Evidenzbasis ist. Das ist nämlich nochmal ganz wichtig, in der Stelle auf den Evidenzbegriff auch einzugehen, dass wir mit Evidenz eben nicht nur wissenschaftliche Evidenz meinen, sondern was in dem Fall deutlich wird, eben auch Erfahrungen, die ich als Trainer zum Beispiel sammle. Der Unterschied ist nur, dass die oft mehr Bias unterliegen sind, also mehr Verzerrungen unterliegen sind, weil sie eben weniger systematisch gesammelt werden, wie wissenschaftliche Evidenz, gleichzeitig aber vielleicht für den Einzelfall sogar besser geeignet als Befunde, die über Mittelwerte und in anderen Kontexten gesammelt wurde. Man nennt das dann auch lokale Evidenz, um eben diese nochmal deutlich zu machen, dass es zu spezifischen Situationen aber sehr gut passen kann. Und das Ganze ist natürlich von Rahmenbedingungen abhängig, die chronologisch natürlich zuerst analysiert wurden, aber ich habe es aus didaktischen Gründen jetzt erst am Ende dazugefügt. Natürlich muss man sich, bevor man auch die Konzeption beginnt, schon überlegen, was habe ich denn eigentlich an Ressourcen, wie viel Geld habe ich, wie viele Personen habe ich zur Verfügung, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung, zur Entwicklung, aber auch zur Durchführung und natürlich auch den sozial, kulturellen und normativen Kontext berücksichtigen. Weitere Merkmale, die unser Training jetzt auszeichnen, die ich an der Stelle noch erwähnen möchte, sind einmal, dass wir versucht haben, eine sehr umfangreiche Evaluation eben über all diese Ebenen, die ich vorher aufgemacht habe, also all diese vier Ebenen umzusetzen, eben inklusive auch den Versuch, Verhalten zu evaluieren, also ob konkrete Strategien da tatsächlich auch im Verhalten eingesetzt wurden und dass wir manualisiert haben. Das heißt, wir haben eben versucht, das Training so zu gestalten, dass es von der Person, die es durchführt, unabhängig ist. Das unterscheidet sich von vielen Praxistrainings, die eben darauf basieren, dass die durchführende Person viele Erfahrungen gesammelt hat, zum Beispiel selbst viel Social Media betreibt und dann auch einen Workshop zu Social Media geben kann, während unser Training eben eher aufgrund von wissenschaftlichen Befunden entwickelt wurde, dementsprechend quasi von der Person, die es durchführt, unabhängig sein soll. Das ist quasi die Idee. Dementsprechend quasi auch in der Verschränkung mit der Evaluation ermöglicht, sobald wir dieses Manual dann quasi rausgeben, für Sie als Praktikerinnen und Praktiker auch quasi eins zu eins umsetzbar ist. Natürlich leicht angewandt auf Ihren Kontext, aber quasi gut transferierbar. Und damit bin ich am Ende des Teils zu Befähigung und Trainings und übergebe zu Friederike. Genau, dann zum Abschluss hallo auch nochmal von mir. Ich möchte gar nicht lange was sagen. Deshalb haben wir das jetzt sozusagen auch als fließenden Übergang geplant, aber würde gerne nochmal die Chance nutzen, zusammenzufassen, was quasi Teil oder Fazit dieser beiden Teile des Forschungsüberblicks ist. Also was sich sozusagen aus den Barrieren und Motivationsfaktoren ergibt, aber eben auch aus der Frage der Befähigung zur Wissenschaftskommunikation. Und ein ganz wesentlicher Punkt, der uns jetzt sozusagen sehr wichtig war, ist, dass wir auch untereinander in der Erstellung des Forschungsüberblicks stark darüber gestritten haben, was denn eigentlich sozusagen sich an Implikationen für die Praxis ergeben daraus und wie man insbesondere die zwei Faktoren Quantität und Qualität miteinander verbinden oder vernetzen kann. Also man hat eben quasi den ganz großen Impetus sozusagen, dass man Befähigung zur Wissenschaftskommunikation sehr viel stärker macht und sehr viel systematischer angeht. Also insbesondere, damit meine ich natürlich, das hat Julian ja auch gerade dargestellt, die Systematisierung von Weiterbildungsformaten an sich, aber eben auch die Systematisierung in der Ausbildung, zum Beispiel von DoktorandInnen. Das wäre sozusagen ein ganz großer Punkt, denn da merkt man dann, dass sich Qualität und Quantität gar nicht so stark widersprechen. Wir wollen also
quasi die Befähigung zur Wissenschaftskommunikation, um dann auch zu entscheiden, wann Wissenschaftskommunikation zum Beispiel gar nicht so sehr angemessen ist, weil ich zum Beispiel erst super vorläufige Befunde habe oder zu einer bestimmten Frage, die mal beispielsweise jetzt aus dem Journalismus kommt, gar keine Expertise besitze. Und da irgendwie auch gut entscheiden zu können, wann Kommunikation angemessen ist, wie sie effektiv ist, ob sie gerade die Zielgruppe erreicht, die eigentlich intendiert ist, das ist eben auch ein Teil von Befähigung, der dann auch dazu führt, dass sozusagen Motivierung sinnvoll geschieht und nicht nur sozusagen zu mehr und auch teilweise sozusagen zielloserer Kommunikation führt. Also die beiden sind sozusagen sehr stark interlinkt und würden der allgemeinen Systematisierung des Felds irgendwie dienen. Der zweite Punkt, der dann irgendwie daraus hervorgeht, ist, dass man sich dann fragen muss, wenn man Empfehlungen erarbeitet, was sind eigentlich Ansatzpunkte für Veränderung? Und wenn wir Wissenschaftler in Befragungen angucken oder eben die sehr starke Entwicklung von Trainings, dann fokussiert die eben total auf die individuelle Ebene und nimmt Wissenschaftlerinnen die Pflicht, besser zu kommunizieren, mehr zu kommunizieren, alle möglichen Rahmenbedingungen im Blick zu haben, etc. pp. Natürlich sozusagen der Teil der Befähigung geht schon ein Stück weit in die Organisation, also die Hochschule, die Forschungsinstitution ist sozusagen auch, hat den Auftrag, Ressourcen zur Verfügung zu stellen und irgendwie Befähigung voranzutreiben. Aber man muss eben auch berücksichtigen, dass es einfach systematische Stellschrauben gibt, ohne die gar nichts geht. Wenn wir nicht an Anreizsystemen arbeiten, wenn Wissenschaftlerinnen nicht entlohnt werden, in Anführungsstrichen, für Wissenschaftskommunikation, dann bringt auch sozusagen die individuelle Befähigung nicht so viel, weil auch die Leute, die wir zum Beispiel interviewt haben in unterschiedlichen Studien, ja, sozusagen als eine ja, Anekdote, die super viel Spaß haben und super motiviert sind zu kommunizieren. Auch die sagen, ich mache das in meiner Freizeit und ich muss stark darauf achten, was ich mache und wie viel ich mache. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, der an der Stelle ganz wichtig ist, dass man sozusagen, wie motiviert man, nicht auch irgendwie sozusagen nur auf das Individuum setzt oder nur Praxis oder Forschende in die Pflicht nimmt an der Stelle. Genau, und dann ist der dritte Punkt, der uns wichtig ist, dass das alles dazu führt, dass wir eigentlich als Community irgendwie viel stärker zusammenarbeiten müssen. Also wir haben jetzt sozusagen für individuelle Forschende geguckt, was gibt es an Forschung und wir können das einbringen und Empfehlungen sozusagen daraus erarbeiten. Aber ich glaube, es ist auf größerer Ebene notwendig, dass wir mit Praxis zusammenkommen, wie zum Beispiel heute, und uns gemeinsam Gedanken machen, was sind eigentlich gute, was ist gute Wissenschaftskommunikation. Lennart hat das ja eingangs gesagt, man muss eben auch, wenn man zum Beispiel in Berufungskommissionen Wissenschaftskommunikation berücksichtigen soll, da muss man auch erkennen können, was ist gute Kommunikation und nicht nur, was ist irgendwelche Kommunikation. Ne, man muss also irgendwie in der Lage sein, das auch ein Stück weit zu beurteilen. Man muss irgendwie in der Lage sein, zu schauen, wann ist Kommunikation angemessen, wie kann man solche Trainings gestalten, was sollten DoktorandInnen wissen, was sollten Postdocs wissen, was sollten ProfessorInnen wissen. Also sozusagen auf der ganzen Bandbreite sich nochmal über Kompetenzen Gedanken machen. Da arbeiten natürlich auch schon Leute dran. Teilweise, das haben wir auch im Forschungsüberblick benannt, Teile davon sind in der Factory Viscom schon bearbeitet worden oder werden es gerade. Da gibt es ja die Taskforce des Kompetenzaufbaus. Schon Katja Knut-Herzig gesehen, die jetzt heute hier ist. Ich bin in der Gruppe auch. Aber es gibt natürlich auch diese Zusammenarbeit von Forschung und Praxis in der Transfer-Unit, aber auch in der Factory Viscom, sozusagen als Taskforce, als Idee. Und ich glaube, da sind so zum Beispiel Orte, wo man das vorantreiben kann. Ich glaube, das braucht es aber mehr, damit man aus dem, was wir erarbeitet haben, auch Empfehlungen machen kann. Genau. Und das wäre sozusagen unser Schlusswort, damit wir sozusagen von diesem individuellen und lokalen und Forschungsgetriebenen nochmal auf die größere Ebene gleich in der Diskussion kommen. Aber wir sind super gespannt dazu, was Elisabeth und Lisa dazu zu sagen haben. Genau. Herzlichen Dank, Friederike, Lennart und Julian, für diese wirklich sehr tolle Vorstellung und auch, dass ihr noch einmal die Barrieren, aber auch die Motivation und aber auch die Möglichkeiten, wie man Wissenschaftlerinnen besser befähigen kann, Wissenschaftskommunikation zu betreiben, dass ihr das nochmal so schön herausgearbeitet habt. Und ich würde jetzt gerne Elisabeth und auch Lisa mit in die Diskussion mit einbeziehen und wir haben jetzt schon viel über Motivation und Hürden gehört und meine erste Frage geht, oh, ich sehe gerade, es gibt noch eine Nachfrage im Chat. Das habe ich gerade kurz vergessen. Deswegen würde ich das jetzt vielleicht einmal kurz vorziehen. Aus der Präsentation an Herrn Fick ist die Frage, was sind Nachteile von Viscom? Okay, aber ich würde das jetzt erstmal als stärker auch Diskussionsfrage verstehen. Deswegen können wir uns das vielleicht auch für einen späteren Teil aufheben und vielleicht doch jetzt erstmal mit Elisabeth und Lisa einsteigen und uns das für die Diskussion aufsparen.
Genau, und zwar Elisabeth, meine Frage an dich ist, du bist ja in deinem Arbeitsalltag damit beschäftigt, WissenschaftlerInnen dazu zu motivieren, über ihre Forschung zu kommunizieren. Und ich würde dich gerne fragen, wie machst du das in deinem Alltag? Was für Strategien nutzt du? Und vielleicht auch die Frage, die noch davor geschaltet ist, müssen die Forschenden überhaupt motiviert werden oder sind sie das von ganz alleine schon? Also es ist natürlich ein riesiges Themenfeld. Das ist ja auch ganz individuell abhängig. Was hat man für Forschende aus dem eigenen Forschungsgebiet? Ich bin ja zum Beispiel in der medizinischen Forschung tätig, in der biomedizinischen Forschung. Da ist erstmal die intrinsische Motivation, WISCOM zu betreiben, nicht ganz so stark gegeben, obwohl die Themen ja schon sehr gesellschaftsnah sind. Allerdings ist bei uns im Gebiet eine sehr hohe kompetitive Umgebung. Das heißt, die sind eigentlich ständig alle an drei, vier parallelen Drittmittelanträgen in verschiedenen SFBs, Clustern angebunden. Das heißt, sie haben so viel zu tun, dass sie eigentlich freiwillig keine Kommunikation betreiben. Außer, das haben wir auch schon gehört, die großen Jungs, nenne ich sie jetzt mal, die von sich aus sozusagen ihrer professoralen Statur her kommunizieren. Das hat der ein oder andere ja mitbekommen. Bei uns in Bonn gibt es ja Hendrik Streeck, der vor allem zu Beginn der Corona-Pandemie sehr viel, sehr stark kommuniziert hat und auch bei mir in dem Cluster, für den ich damals tätig war, auch ein Teil war. Das heißt, wenn ihr mich jetzt fragt, wie motiviere ich meine Forschenden, dann eigentlich habe ich mir auch die ganze Zeit überlegt, wie motiviere ich die? Eigentlich kann ich die gar nicht richtig motivieren, denn wenn wir uns Dinge überlegen, die wir machen, die wir mit denen zusammen machen, dann geht das ja meistens mit den Verantwortlichen, also entweder mit dem Dekan oder mit den Sprechern der Cluster zum Beispiel, ist das dann abgestimmt. Und meistens ist es so, dass dann Leute vorgeschlagen werden, die doch bitte an dem Format teilnehmen sollen. Und dann ist das eher so ein, sie haben gar keine, meistens gar keine andere Wahl als teilzunehmen, weil es Chefsache dann ist. Also so, wenn ich jetzt mal überlegt habe, wie das meistens immer ablief, ist das schon so, dass es quasi von oben herab gesagt wird, wir machen das jetzt, uns ist das wichtig, ne? Dass Chefs und Chefinnen, bei uns sind sehr wenige, deswegen kann man auch die männliche Bezeichnung belassen, gesagt haben, uns ist das wichtig und ich möchte, dass ihr teilnehmt. Und dann haben die auch teilgenommen. Da gab es dann auch immer so manchmal Zähneknirschen, weil ich kann das verstehen, ne? Manche Sachen sind auch einfach ein bisschen aufwendig gewesen. Da musste man zum Beispiel mal ein ganzes Wochenende einen ganzen Samstag lang in der Innenstadt in Bonn an einem riesigen Organmodell stehen und Forschung erklären. Und das, da musste man erstmal gucken, wie kriegt man die Leute zusammen. Aber dann, lief ja auch in dem Forschungsüberblick, danach war das total spannend zu sehen, wenn die vor allem jungen Forschenden dann mal den ersten Kontakt hatten quasi in die Gesellschaft hinein mit ihrem Thema, dass sie dann gesagt haben, ach, das war total spannend, was sie für Fragen gestellt haben. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, dass die Leute das und das, den Aspekt spannend finden an meinem Gebiet, dass sie das nachgefragt haben. Da hat man schon gemerkt, dass da so ein Prozess auch gestartet hat. Das heißt, aus meiner Erfahrung heraus glaube ich auch, dass es sehr sinnvoll ist, möglichst frühzeitig die Forschenden in Praxiseinsätze zu bringen und nicht, ne, dass sie einfach erleben, was kann denn die Kommunikation über das eigene Gebiet denn für einen Impact sozusagen direkt haben, nicht nur innerhalb der Familie, des eigenen sozialen Settings, sondern wirklich nach außen her. Also das war so ein bisschen die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich glaube, würde ich schließen mit meinem kleinen Vortrag und sagen, so richtig motivieren musste ich bis jetzt nicht, weil entweder es war eine Zwangssituation da oder Leute machen das freiwillig und haben da richtig, richtig Lust drauf. Und dazwischen gibt es einfach wenig, sozusagen wenig Handlungsspielräume, weil die meisten, die WISCOM wichtig finden, die machen das gerne und die nehmen sich dann die Zeit, obwohl sie wenig Zeit haben. Und die anderen, die erreiche ich meistens gar nicht, weil das wird dann erzwungenermaßen über Formate und dann Chefinnensache sozusagen. Wir finden das wichtig, dass wir das machen. Und dann machen auch alle mit. Also da sagt natürlich niemand was, wenn der Chef sagt, hier, ihr seid da jetzt bitte an vorderster Front mit dabei. Und wenn ich da noch eine Nachfrage stellen darf, würdest du sagen, dass es dann da Einflussfaktoren gibt aus deiner Erfahrung, die sich sehr positiv oder eher negativ
niederschlagen. Du hattest gerade schon angesprochen, Hendrik Streeck angesprochen, der ist dann ja mit seiner Kommunikation zur Heinsberg-Studie auch sehr in die Kritik geraten. Also schlägt sich sowas dann auch direkt bei euch durch, dass man dann doch eher merkt, dass die Forschenden ein bisschen zurückhaltender werden mit ihrer Kommunikation? Und andersrum in die positive Richtung gefragt, du hattest ja auch angesprochen, wenn es erstmal Erfahrungen gibt mit der Wissenschaftskommunikation, auch positive Erfahrungen, dass die Leute dann sich hinterher doch sehr begeistert zeigen, werden sie dann auch sozusagen zu WiederholungstäterInnen und bleiben dann dabei und melden sich vielleicht auch freiwillig und stellen von sich aus Nachfragen, ob es nochmal eine Möglichkeit gibt, Dinge zu kommunizieren oder wie beobachtest du das in deiner Praxis? Also der erste Teilgebiet, diese ganze Agenda, Streeck, alles, was bei uns in Corona-Anfangszeiten lief, hat einen sehr großen Einfluss rückblickend auf die Kommunikation danach, weil ich glaube, zum ersten Mal den Forschenden bewusst war aus unserem Gebiet, was kann denn passieren medial? Also was kann denn an Masse, an Anfragen, an Anforderungen, an Erwartungen auf Forschende zutreffen? Das gab es ja vorher bei uns gar nicht. Und das ist natürlich auch eine einmalige Situation gewesen, die ganze Corona-Pandemie, ne, mit Anfragen an Forschende. Und das hat aber auch gezeigt bei uns, dass eine Medienlogik nicht vorhanden war. Also will ich jetzt nicht über alle drüber stülpen, aber viele wussten auch einfach gar nicht, was für Rechte JournalistInnen haben, was sozusagen meine, dass ich als Forschender auch eine Auskunftspflicht habe. Das war einfach gar nicht klar an vielen Stellen. Das musste erst sehr oft und sehr häufig wiederholt werden, dass das quasi, wir müssen antworten, wir haben eine Auskunftspflicht. Das gehört, finde ich, zum absoluten Grundlagenrepertoire eigentlich von jedem Forschenden, dass die das wissen sollten, aber das war bei uns nicht vorhanden. Und dann muss man schon sagen, dass eine extreme Erwartungshaltung auch von Seiten der Forschenden auftritt, wenn sie dann mal kommunizieren, habe ich die Erfahrung gemacht, erwarten sie auch, dass ihnen geglaubt wird. Und das ist natürlich während Corona, also das hat ja nicht funktioniert, ne? Und dann war oftmals schon eine Enttäuschung zu sehen. Die wollen mir ja gar nicht zuhören. Also O-Ton, ne? Die wollen ja gar nicht wissen, was ich zu sagen habe. Und dann hat sich das sehr stark zurückgefahren bei uns. Also dann soziale Medien waren dann auch so ein bisschen tabu. Es mussten Dinge viel stärker abgesegnet werden. Es wurde viel mehr Kontrolle ausgeübt, was nach draußen gegangen ist in der Kommunikation. Also das hat auf jeden Fall einen Einfluss gehabt. Und die zweite Frage hattest du ja gesagt, ob die dann zu Wiederholungstätern im positiven Sinne werden. Ich muss sagen, ich finde, das ist ja auch so eine persönliche Art, wie man arbeitet. Ich arbeite auch gerne mit Forschenden zusammen, die sowieso Lust haben zu kommunizieren. Das heißt, wenn ich mir überlege oder wenn wir den Auftrag haben, was zu machen, Leute zu fragen, habt ihr Lust mitzumachen, dann telefoniere ich persönlich, wenn ich keine Vorgaben habe, erstmal die ab, wo ich weiß, die haben Lust. Und ja, dann werden die öfter zu Wiederholungstätern. Und was ich auch sehr stark probiert habe, ist ganz oft auch Frauen zu motivieren, zu kommunizieren. Und das war schon sehr herausfordernd, gerade für so Stellungnahmen in Tageszeitungen also es ist natürlich nicht evidenzbasiert, ne? Das ist ja alles nur das, was ich aus meinem Praxiswissen heraus jetzt mitnehme die letzten Jahre. Aber dass eher viele Frauen davor zurückschrecken zu sagen, ah ja, ich gebe jetzt das Interview, weil ich bin doch gar nicht die Richtige für das Thema. Und dann denke ich doch, genau du bist die Richtige. Aber sie sehen es oftmals nicht, dass sie dazu auch befähigt sind, allgemein über das Immunsystem zu sprechen, auch wenn sie jetzt nur Spermatogenese von was weiß ich was machen. Ne? Also das fand ich auch etwas, was ich aus der Erfahrung heraus ja, betrachtlich fand, wie da der Schritt war in den Geschlechterunterschieden. Ich traue mir das zu und ich traue mir das nicht zu. Dankeschön, Elisabeth. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, dass wir auch Lisa dazu fragen, was sie denn eigentlich als Wissenschaftlerin dazu motiviert hat, über ihre eigene Forschung zu kommunizieren und wieso dein Einstieg in die Wissenschaftskommunikation verlaufen ist. Ja, also ich kann da, glaube ich, auch vielen zustimmen, was wir im Forschungsüberblick gehört haben. Also das Tolle ist wirklich eigentlich so dieses Flow-Erlebnis, in das man auch kommt, wenn man da wirklich auch mit, ja, anderen Akteursgruppen im Austausch kommt, weil man ja auch wieder ein Feedback bekommt. Also Wissenschaftskommunikation ist ja auch keine Einbahnstraße, sondern es kommt ja auch immer was zurück. Und je nachdem, welches Format ich auswähle, ist es ja auch so angelegt, dass ich vielleicht auch gemeinsam mit Menschen
Menschen, die einen ganz anderen Background haben als ich jetzt, auch etwas entwickle, eben auch gerade bei diesen partizipativen Ansätzen. Und das fand ich immer sehr gewinnbringend, auch so einfach andere Perspektiven mitzubekommen, was auch meine eigenes wissenschaftliches oder Forscherdenken sozusagen bereichert hat. Und auch so die Motivation dafür, dass ich auch sage, okay, auch was wir hier auch an Forschung machen, an Universitäten etc., das soll ja auch einen Mehrwert haben. Also es soll einen Beitrag leisten, ja, für bestimmte Zielgruppen, für die Gesellschaft. Und wo man auch sagt, auch da, wo es sich anbietet, dass man das auch gerne irgendwie auch mal transparent eben macht. Und wie kam ich dazu? Eigentlich ging es bei mir ein bisschen los mit dem Hochschulwettbewerb des BMBF und da war ich auch neugierig. Also ich fand da das Thema des Hochschulwettbewerbs total spannend und habe mir dann eben mit einer Masterstudentin gemeinsam da auch ein Projekt dazu überlegt und es war so mein Einstieg da rein, jetzt wirklich so dieses einfach neugierig drauf sein, mal was Neues auszuprobieren, mehr zu wissen über ein anderes Feld nochmal. Also ich selber bin ja Bildungs Forscherin und fand es dann super spannend und auch interessant, so auch ein bisschen zu gucken, so auch was sind denn vielleicht auch so die Formate oder die Zielgruppen, mit denen ich auch gerne arbeite, was ja bestimmt auch bei jedem und jeder auch verschieden ist. Im Forschungsüberblick wurden ja auch sehr ausführlich die Hürden thematisiert, die man auf dem Weg zur Wissenschaftskommunikation gewissermaßen überwinden muss. Und die AutorInnen haben ja auch sehr stark nochmal unterschieden in, was sind individuelle Hürden, was sind vielleicht organisationale Hürden und was sind darüber hinaus Hürden im Wissenschaftssystem und in der Gesellschaft. Hattest du, Lisa, manchmal das Gefühl, auch mit gewissen Hürden konfrontiert zu sein, die du überwinden musstest? Und wenn ja, was waren so für dich die größten Herausforderungen? Ja, also es ist natürlich so, dass es nichts ist, was jetzt irgendwie erwartet werden würde an meiner Stelle in der Universität, dass ich das zum Beispiel tue, sondern was, wo man sagt, okay, das mache ich jetzt zusätzlich und wo man das aber vielleicht auch gut überwinden kann, wenn man sagt, okay, wie kann ich das denn gut an andere Tätigkeiten auch andocken? Und bei mir ist es beispielsweise so, dass ich durch diesen dass ich gerne eben auch mit partizipativen Forschungsansätzen arbeite, wo man sagt, okay, auch gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern beispielsweise oder auch am IBBW, wo ich noch tätig bin, wo wir viel mit Personen, die Lehrkräfte fortbilden, zum Beispiel zusammenarbeiten, dass man auch mit denen gemeinsam sich zusammensetzt und Formate, Angebote entwickelt und dadurch das dann wirklich auch in das Projekt schon eingebettet ist und es nicht nur etwas ist, das sozusagen noch on top man macht, weil man es eben gerne tut sozusagen. Und dann glaube ich, ist schon auch so eine Hürde, auch vielleicht am Anfang nochmal so individuell auch so zu gucken, über was kann ich denn auch so von meiner Forschung auch gut kommunizieren, wo ich jetzt beispielsweise ja auch in verschiedenen Forschungsprojekten tätig bin, die inhaltlich und methodisch auch ja eine große Spannweite aufweisen. Und das ist natürlich auch so, dass ich für das eine Projekt oder ein Thema vielleicht auch weniger Ideen habe, was kann man da gut kommunizieren oder auch dann die Entscheidung treffen, nee, da passt es jetzt gerade nicht. Das haben wir auch im Überblick gehört. Es muss auch nicht immer und alles kommuniziert werden, sondern auch zu gucken, ja, welche Ergebnisse oder auch an welcher Stelle kommuniziere ich was und in welchem Rahmen auch und auch natürlich immer so diese Balance zu halten, dass ich auch richtig verstanden werde. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, wenn ich über Ko Forschung kommuniziere, dass ich auf eine Sprache komme mit meiner Zielgruppe. Also wo wir auch gemerkt haben in unserem Projekt, da ging es auch darum mit, ja, welche Forschungsergebnisse, wie komplex dürfen die von den Analysemethoden sein, dass ich das hinterher, ja, da war die Zielgruppe wirklich so Bürgerinnen und Bürger, aber wirklich mit so einem lokalen Kontext zu das eben zu berichten. Und ja, in dem Workshop, den wir gehabt haben mit uns den Citizen Scientists, war auch das klare Ergebnis, es darf nicht zu komplex sein. Wir müssen eher bei den ja, beschreibenden Ergebnissen bleiben und die komplexen Zusammenhänge, die müssen wir irgendwie runterbrechen und anders darstellen. Also ich denke, das ist dann auch so eben, um eine qualitätsvolle Kommunikation auch leisten zu können, auch eine große Aufgabe, wo man, glaube ich, auch gut reinwachsen kann und eben sich da auch ja weiterentwickeln kann, ja, wie auch angerissen wurde heute.
Ich würde jetzt noch eine Frage an Elisabeth und Lisa stellen und dann würde ich sie aber auch motivieren, sich zu Wort zu melden und selbst Fragen zu stellen oder auch eigene Erfahrungen zu teilen oder auch gerne in den Chat zu schreiben. Und zwar, Lisa, du hast ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass es auch so ein Learning by Doing ist, also dass du dir viele Dinge dann auch angeeignet hast im laufenden Projekt. Prozess und herausgefunden hast, was funktioniert und was funktioniert vielleicht nicht. Und deswegen wäre meine Frage an Lisa und auch an dich, Elisabeth, noch, was würdet ihr euch denn aus eurer Perspektive wünschen, damit ForscherInnen noch stärker bei der Wissenschaftskommunikation auch unterstützt werden? Und sei es jetzt auf der systemischen Ebene oder auch auf der organisationalen Ebene, also das könnt ihr euch überlegen, welche Ebenen ihr da am wirkungsvollsten findet. Lisa, willst du anfangen? Ja, ich kann hier mal ganz kurz beginnen. Also, was ich total hilfreich finde, ist, wenn man irgendwie in so ein Netzwerk hineinkommt, wo man so weiß, da kann ich auch weiter wachsen, da kann ich auch meine Fähigkeiten ausbauen. Ja, also sowas wie, wenn ich die Angebote zum Beispiel von Wissenschaft im Dialog kenne, da vielleicht auch durch ähnliche Projekte mal wo vernetzt bin, an Workshops teilnehmen kann oder an solchen Lunch-Talks wie hier. Also ich glaube, das ist schon mal eine große Hilfe, wenn ich weiß, wenn ich als einzelne Forscherin, ja, für die ich jetzt auch hier vielleicht heute ein bisschen spreche, unterwegs bin, einfach mal mitzubekommen, okay, wo kann ich denn auch andocken an so eine Community? Und natürlich kann man das auch, aber ich denke, da kann Elisabeth das gleich besser sagen, auch auf einer Universitäts- oder Fakultätsebene auch nochmal anders angehen. Aber ich denke, das ist so dieses nicht alleine unterwegs zu sein, sondern auch zu wissen, wo kann man andocken, sich Begleitung suchen, Unterstützung suchen. Ich musste erst mal aus dem Fenster gucken, weil das natürlich schon auf mehreren Ebenen gibt es einfach Wünsche, die bei mir offen sind. Ne? Aber ein Wunsch, den ich zum Beispiel ganz dringend finde und aber auch gleichzeitig als den erachte, der am schwersten ist umzusetzen, ist, dass die Rolle von KommunikationsexpertInnen im wissenschaftlichen System dahingehend anerkannt wird, dass wir auch als ExpertInnen angesehen werden. Denn alle Situationen, die ich mich zurückversetze, wo meine Rolle nicht anerkannt wurde, da wurde mir von außen einfach aufgedrückt, jetzt mach doch mal ein Video, weil ich finde Videos spannend. Und das haben dann die großen Professoren sozusagen entschieden. Und da muss man sehr, sehr mit harten Bandagen kämpfen, um sozusagen die davon zu überzeugen, dass Videos vielleicht jetzt nicht die beste Wahl sind, ne? Und dass wir auch keine virale App einfach so programmieren können. Das ist im Moment Dauerbrenner. Und das würde ich mir total wünschen, dass einfach die Expertise von uns dahingehend anerkannt wird, dass Kommunikation nicht etwas ist, was jeder machen kann, sondern dass es dafür Menschen gibt, die das irgendwie entweder gelernt haben, da würde ich mich ja auch nicht so richtig zuzählen, aber zumindest es praktisch über die Jahre gelernt haben und sich weitergebildet haben und dass diese Expertise anerkannt wird, auch mit dementsprechenden Stellen im Hochschulsystem, weil ich meine, wir gehen alle bis zu einer gewissen Ebene. Bei mir gibt es jetzt nicht mehr großartig viel, wohin ich mich weiterentwickeln kann. Und das ist ja auch ein Wink mit dem Zaunpfahl nach außen. Naja, das sind einfach auch so praktische Stellen, die führen das einfach aus. Und dann kann ich denen auch mal locker sagen, was sie zu tun haben. Es gibt ja kaum Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Und das ist, glaube ich, ein Wunsch, sozusagen auch die Rolle der KommunikatorInnen dahingehend zu stärken, dass das Bild nach außen auch irgendwie expertenbehafteter transportiert wird. Aber das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Ja, aber ich halte das tatsächlich für einen sehr wichtigen Punkt, auch die Anerkennung und auch die Wertschätzung und auch das klar definierte Rollenverständnis, das ja auch im Forschungsüberblick dann nochmal angesprochen wurde. Ich würde jetzt auch die Runde öffnen für Fragen, Anmerkungen und ich würde erstmal die Frage im Chat aufgreifen wollen, die vorhin schon aufgegangen ist. Und zwar ist es eine Frage an Julian. Und zwar ist die Frage, was sind Nachteile von Viscom? Julian, möchtest du dazu etwas sagen?
Okay, ich glaube, Julian ist gerade eingefroren. Friederike, du hast dich gemeldet. Dann machen wir erstmal mit dir weiter. Ich habe das Gefühl, Anscheinend ist Braunschweig lahmgelegt. Wir kämpfen gerade mit Internetproblemen. Ich weiß nicht, ob er mich hören kann, aber es fällt die ganze Zeit aus. Okay, wollt ihr vielleicht sonst einmal versuchen, eure Videos auszuschalten, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Stabilität reinkriegen? Vielleicht hilft das. Genau, ich würde einfach mal starten und wenn ihr mich nicht mehr hört, dann müsst ihr euch irgendwie im Chat bemerkbar machen oder so. Machen Genau, wir. es ging ja um die Nachteile von Viscom. Ich glaube, ganz viel wurde schon genannt, insbesondere natürlich während der Corona-Pandemie, da ist Elisabeth ja auch drauf eingegangen, die kritischen Rückmeldungen, nenne ich sie mal vorsichtig, aus der breiten Öffentlichkeit oder einer breiten Öffentlichkeit oder insbesondere aus Öffentlichkeiten, die eher skeptisch, wissenschaftsskeptisch sind oder auch aus bestimmten ja, Ressentiments gegenüber Forschenden. Stichwort wissenschaftsbezogener Populismus, irgendwie sagen, ne, das wollen wir jetzt nicht hören oder das ist Quatsch oder ich greife da irgendwie auch einfach unfein an. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, und das benennen aber auch Forschende sehr stark, ist, dass es momentan in einigen oder in vielen wissenschaftlichen Communities, in vielen Disziplinen keine sozialen Normen gibt, die Wissenschaftskommunikation besonders positiv gegenüberstehen. Also es gibt einige spezielle, wo das irgendwie positiv gesehen wird, oder es gibt einige kleinere Communities, wo Wissenschaftskommunikationsaktivismus oder aktiv, also da aktiv zu sein, positiv gesehen wird. Aber es ist eine große Sorge, dass man die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit verliert, wenn man zu viel Zeit darin rein investiert, dass man kommuniziert. Gerade in den Naturwissenschaften, ich erinnere mich an Interviews mit zum Beispiel jungen PhysikerInnen, die gesagt haben, ich mache mich da unglaubwürdig und ich muss irgendwie darauf achten, dass meine wissenschaftliche Karriere vorangeht und dass ich da sozusagen investiere. Und man will sozusagen das sozusagen aufrechterhalten und eigentlich auch nichts Falsches sagen, sozusagen, und dann aus der Community eben negativ oder von Vorgesetzten auch negativ gesehen werden. Und ich glaube, das ist eine ganz große Sorge, wo man auch ein Stück weit das, also oder beides sind große Sorgen, die man halt immer navigieren muss. Also die werden nie komplett weggehen, weil das natürlich auch irgendwie ein Stück weit berechtigte Sorgen sind, je nachdem, was für ein Thema oder was für eine Disziplinnorm man eben da vor sich hat. Hat das auch damit was zu tun, dass an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen immer noch veröffentlichte Aufsätze und Artikel härter gezählt werden als jetzt Social-Media-Aktivitäten und Auftritte in den Medien? Also, das ist jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und von meiner eigenen Erfahrung, aber bei uns intern wurden halt Artikel und wissenschaftliche Vorträge sehr viel stärker in die Evaluation mit einbezogen als beispielsweise Social-Media-Aktivitäten oder eine Ausstellung, die wir gemacht haben, obwohl das natürlich trotzdem sehr, sehr viel Arbeit bedeutet hat. Ja, vielleicht Ja, kann klar, auf ich. jeden Fall. Also genau. Julia. Ja, also das auf jeden Fall. Also klar, karrieretechnisch stellt sich natürlich die Frage, ist es wirklich, also ist es sinnvoller tatsächlich, Viscom zu betreiben, als in der Zeit zu forschen? Inhaltlich würde ich dem natürlich zustimmen, dass es total wichtig und sinnvoll ist, Viscom zu betreiben, aber karrieretechnisch aktuell mit den bestehenden Anreizstrukturen zumindest fragwürdig, ob das sinnvoll ist. Und es kam ja auch aus also der Nachteilpunkt kam auch aus dem Gedanken heraus, dass wir in eigenen Trainings immer quasi die Vorteile von Wissenschaftskommunikation sehr stark betont haben und immer quasi sehr stark gemacht haben, warum es wichtig ist und gut ist und sinnvoll ist zu kommunizieren. Irgendwann aber dieser Punkt kam, wo wir überlegt hatten, vielleicht müssen wir da auch ehrlicher sein, schon auch uns und den Teilnehmenden quasi ehrlich sagen, dass es natürlich auch Nachteile haben kann, zu kommunizieren. Und was dahinter noch steckt, ist, ich glaube, das habe ich, also vielleicht habe ich nicht mitgekriegt bei Friederike, aber der Punkt, dass natürlich auch quasi keine Kommunikation an vielen Stellen besser ist als schlechte Kommunikation. Also es gibt zum Beispiel, wenn die eigene Forschung aktuell noch keine wirkliche spruchreife Schlu Sch Schluss
Wenn die aktuelle Forschung noch keine spruchreifen Schlüsse zulässt, dann kann es an vielen Stellen sinnvoller sein, noch nicht zu kommunizieren, sondern erst zu warten und eben nochmal, zum Beispiel, wir hatten das in der Psychologie mit der Replikationskrise, zum Beispiel einfach quasi nochmal ein neues Experiment, nochmal zu replizieren, was man schon gefunden hat, um dann erst zu kommunizieren und dann quasi die Schlussfolgerung auf guten Gewissens machen zu können und nicht frühzeitig, einfach nur weil Kommunikation immer sinnvoll ist, quasi frühzeitig zu kommunizieren. Okay. Warte, ich habe Herr. auch noch einen Punkt Ah, ja, vielleicht natürlich, dazu. Lennart. Genau, also die Frage nach Nachteilen von Viscom ist natürlich auch die Frage, also aus welcher Sicht werden, also, ja, ist es ein Nachteil? Bewegen wir uns irgendwie auf der systemischen Ebene und ist Viscom, kann das ein Problem sein für das Wissenschaftssystem beispielsweise oder ist es auf einer individuellen Ebene ein Nachteil? Das sind dann ganz verschiedene Faktoren, mit denen man sich da, glaube ich, beschäftigen muss. Also auf einer Systemebene kann es natürlich auch ein Nachteil sein, wenn es, wie Julian gerade gesagt hat, Viscom gibt, die irgendwie nicht empirisch gebackupt ist, die irgendwie nicht gut qualitativ umgesetzt ist, kann das sich aufs Vertrauen, auf die Einstellung zur Wissenschaft niederschlagen, wenn das in der Breite passiert. Auf Individualebene hatten wir gerade eben das Thema ja schon, wird's, wie gesagt, also bringt es derzeit keinen großen Karrierevorteil. Da könnte man auch sagen, okay, der individuelle Forscher in der Breite oder die individuelle Forschende setzt sinnvoller die Zeit auf Forschung beispielsweise. Wir hatten gerade eben ja schon angerissen und auch im Forschungsüberblick, wenn man möchte, dass Viscom mehr gemacht wird und breiter verankert wird, dann müsste es relevanter sein, auch für den Karrierefortschritt. Und dann kommen wir zu dieser Stelle, wo man jetzt sehr viel darüber diskutieren kann, wie kann man denn bewerten, was die gute Wissenschaftskommunikation ist. Das war gerade eben so ein Nebensatz, irgendwie zählt die Social-Media-Arbeit mehr, zählen veröffentlichte Artikel mehr bei Karrierefaktoren zum Beispiel. Was ist denn die gute Arbeit? Also ist es die Qualität also da diskutieren wir selbst intern sehr viel drüber. Ist es die Qualität des Outputs? Also wie qualitativ erstelle ich meine Social Media Beiträge? Oder ist die Qualität, die man möchte, der Impact, den man erreicht der Forschung? Also der Professor, der vielleicht nicht selbst gut sich ausdrücken kann oder also der potenzielle Professor macht vielleicht ein, weiß ich nicht, ein Outreach-Schulprojekt, das aber hunderte Mädchen dazu bringt, sich in den MINT-Fächern zu beteiligen. Also an welcher Stelle bewerten wir die Qualität, die dann relevant ist, für eine wissenschaftliche Karriere? Und ich glaube, damit muss man sich erstmal ganz grundlegend auseinandersetzen, wenn wir über Karrierefortschritt und Faktoren, die irgendwie auf dieser harten Ebene sozusagen einzahlen, sprechen. Und das sind grundlegende Diskussionen, die man auf ganz übergeordneter Ebene führen muss, in unseren Augen. Genau. Ja, aber ich denke, das sind ja auch Fragen, die sowohl für die Forschung als auch für die Praxis relevant sind, weil sie natürlich dann auch maßgeblich mit beeinflussen, wie man seine eigene Kommunikation aufzieht und auch auswertet. Aber jetzt haben wir noch eine Frage von Herrn Häusler. Also ich habe gar keine Frage, sondern mir kam bei dem Begriff Motivation, kam mir gleich so die Frage, wie motiviere ich meine Kinder, Hausaufgaben zu machen? Also was Elisabeth gesagt hat, es gibt den Druck von oben, also die Chefsache gibt es bei uns natürlich auch. Dann gibt es das Anreizsystem, wenn ihr die Hausaufgaben macht, schnell macht, gut macht, dann gibt es einen Anreiz, Fernsehgucken, Freizeit irgendwas oder auch das Thema Training, Unterstützung durch Nachhilfe oder irgendwas. Also der Begriff Motivation, wie motiviere ich? Ich würde gern noch einen Schritt drüber gehen und den Begriff Inspiration reinpassen. Also wer inspiriert ist und weiß oder das Gefühl hat, wie wichtig und gut Wissenschaftskommunikation, die eigene Kommunikation für die eigene Forschung tatsächlich auch ist, für die eigene Forscherinnenkarriere. Wer inspiriert ist, hat eine grundständige Motivation und muss gar nicht motiviert werden. Also ich würde gerne ein Stück noch weiter ansetzen mit dem Begriff inspirieren und nicht motivieren. Motivieren hat sowas schon auch ein bisschen jetzt mach doch mal, wer würde denn gerne oder Chef motiviert, also wer dann mitkommt auf das Wochenende am Samstag in die Bonner Innenstadt und da irgendein Organ erklärt, der bekommt vielleicht irgendwelche Karrierevorteile. Und ich glaube, Menschen, die inspiriert sind und auch Kinder, die inspiriert sind, die lernen von alleine, die eignen sich Wissen von alleine an, die haben Lust, auch alleine zu lernen, sich Wissen anzueignen. Und ich glaube, wir brauchen mehr Inspiration anstatt Motivation. Also es ist keine Frage, sondern eher ein Appell, mehr zu inspirieren und nicht nur über Anreizsysteme zu sprechen, Kompetenzaufbau. Ich glaube, Menschen, die inspiriert sind, die holen sich ihre Kompetenz selber, brauchen natürlich auch die Möglichkeit, sich die Kompetenz anzueignen.
aber jetzt nur mal einen Wochenendkurs machen, wie kann ich besser auf Twitter kommunizieren und nach dem Wochenendkurs zu merken, okay, im Alltag geht es alles wieder verloren. Oder einen Kurs zu machen, wie kann ich die Visuals auf Social Media, auf Instagram ein bisschen aufpeppen. Macht man mit, ist hoch motiviert und im Arbeitsalltag geht es wieder unter. Wer inspiriert ist, der zieht es durch. Das ist mein Ansatz zu sagen, ich mache auch Trainings und das Erste ist zu inspirieren und wer inspiriert ist, der hat einfach mehr Motivation, sich Wissen anzueignen, hat auch Lust gegen, auch wenn es die Anreize nicht gibt, trotzdem zu kommunizieren und kann sich auch gegen den Druck von oben, wenn es denn gibt, es gibt nämlich auch den umgekehrten Druck, nämlich keine Wissenschaftskommunikation zu machen oder wenn nur in der Freizeit, weil es geht ja von der Forschung ab, kann sich auch gegen diese Widerstände durchsetzen. Ja, darf ich, achso, Friederike, wolltest du, oder? Ja, ich möchte eine Vorbemerkung machen, darf ich, Lennart? Nämlich die, dass wir natürlich PsychologInnen sind, so zwei Drittel, und deshalb Motivation einfach, also klar, auch die Transfer-Unit kam mit der Frage der Motivation, aber es ist eben an der Stelle auch einfach ein Begriff, der in der Forschung genutzt wird und auch in Modellen sozusagen als, wir können das definieren und beschreiben, so, und entsprechend reden wir von Motivation und genau, und nicht Motivation, sondern einer Motivation. Also, aber anyway, genau, aber ich würde ansonsten inhaltlich gar nicht so sehr widersprechen. Klar ist die Inspiration, das ja auch mit Spaß und Freude, aber eben auch mit dieser, wie Sie es gerade gesagt haben, Verschaltung mit anderen wichtigen Dingen, wie zum Beispiel Lehre oder Forschung, wo man es als integralen Teil seiner Tätigkeit begreift. Ich glaube, das sind so Faktoren, die auf jeden Fall da reinspielen und die auch ganz stark berichtet werden. Ich würde aber an einer einzigen Stelle widersprechen, und zwar an der, dass Inspiration dann nicht hilft, wenn das dann eben doch nur Freizeit und Spaß ist, weil ich halt so super inspiriert bin und motiviert und Lust habe und weiß, wo es nützt und wem es nützt und wo es mir nützt, aber organisational, systemisch absolut keine Struktur da ist, in der das irgendwie gewertschätzt wird, wo das in Berufungsverfahren dann nachher eine Rolle spielt. Wir sind alle letztendlich, also wir zum Beispiel ja auch, Hanna, und das sind ganz wichtige Dinge, wo man darüber reden muss, wie wollen wir das eigentlich in unseren Karrieren gewertschätzt haben, wie viel machen wir eigentlich, wie viel können wir auch investieren, und das ist genau diese Frustration, von der ich ganz vorhin ganz kurz berichtet habe, dieses, das Zerreißen auch zwischen, ich bin eigentlich inspiriert, genau wie Sie sagen, und mein Chef schätzt es nicht wert und ich mache das halt in meiner Freizeit, es geht gar nicht anders. Und ich glaube, an der Stelle zu fragen, wo sind eigentlich die Dreh- und Angelpunkte in Forschungsförderung, in Organisationen und auch in der wissenschaftlichen Community, die bedürfen irgendwie, glaube ich, mehr als sozusagen der individuellen Ebene, dem inspiriert sein. Genau, das war mir so wichtig, dass ich Lennart jetzt sozusagen das Wort vorweggenommen habe. Ich würde ganz gern darauf antworten. Also ich finde auch Einrichtungen, Universitäten, Forschungseinrichtungen müssen inspiriert werden. Also es geht nicht nur um den einzelnen Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, sondern auch die großen Units müssen inspiriert werden, um diese Strukturen zur Verfügung zu stellen. Ja, also Friederikes kurze Vorbemerkung hat das meiste, was ich auch sagen wollte, gerade schon vorweggenommen. Ich glaube, es geht, also ich würde Ihnen, Herr Häusler, auch eigentlich inhaltlich sehr zustimmen und wollte eigentlich auch auf den Punkt erstmal eingehen, dass es natürlich hier um Begriffe oder Begrifflichkeiten geht und dass sich das gar nicht widerspricht, also auch gar nicht mit unserem Forschungsüberblick, weil, wie wir gesehen haben, wir haben es intrinsische Motivationsfaktoren genannt im Forschungsüberblick. Da steckt ja das, was Sie mit Inspiration bezeichnen, eigentlich schon irgendwie implizit mit drin. Also es geht darum, positive Erfahrungen zu schaffen, irgendwie einen Spaß, eine Freude an der Kommunikation zu schaffen. Genau, und auf organisationaler Ebene müsste es darum gehen, Ansatz, hat Friederike gerade eben auch schon im Nebensatz, glaube ich, gesagt, Ansatzpunkte zu identifizieren, wo man Forschenden verdeutlichen kann, dass es individuell für sie auch was bringt, dass es irgendwie an ihre Lebenswelten, an ihre Arbeitswelten andockt, dass sie das in den Alltag irgendwie integrieren können, auch sinnvoll für sich und nicht nur von oben extern motiviert integrieren können, sondern genau, dass sie ein Impact-Gefühl kontinuierlich im Alltag auch fühlen, wenn sie diese Kommunikation umsetzen, was dann viel Reflexionsarbeit erfordert wahrscheinlich und vorher irgendwie eine Identifikation, was sind überhaupt die Lebenswelten wo von Forschung und wo kann Kommunikation da helfen? Und ich glaube, da muss so Vorarbeit und auch Forschungsvorarbeit gemacht werden, um das zu identifizieren. Aber das wären sehr sinnvolle Ansatzpunkte, wenn man wirklich nachhaltig motivieren oder inspirieren, wie man es jetzt nennt, möchte an dieser Stelle. Genau. Ich sehe noch
Eine letzte Frage im Chat, die ich jetzt mit Blick auf die Zeit auch noch gerne mit einbeziehen möchte, aber danach müssen wir leider auch zu einem Ende kommen. Und zwar, Frau Nina Schmidt, möchten Sie sich zu Wort melden? Ja, gerne. Genau. Ich stelle einfach mal die Frage, und sogar wenn wir es jetzt nicht schaffen, die ausführlich zu diskutieren, es ist ja manchmal gut, sie gestellt zu haben. Als Hintergrund ganz kurz, ich sitze in der Stiftung Charité. Ich manage zwei der, ich würde sagen, zu wenigen Programme, die auch mal ein bisschen Geld und ich hoffe Prestige für Viscom verteilen. Das ist natürlich hier sehr lokal, geht vor allem an die Charité ans MDC. So, bin aber hier die große Verfechterin und tatsächlich als einzige in meiner Organisation auch für Viscom-Förderung. Das nur als Hintergrund. Die Frage ist, was sagt Ida, sagen Sie, sagen wir hier in der Runde zum sogenannten Easiness-Effekt? Der ist mir begegnet. Also es gibt ja nicht nur Widerstände gegen Viscom in der Wissenschaft aus komplexen Gründen, die alle erwähnt wurden heute, sondern tatsächlich auch außerhalb und zum Beispiel auch in einem, wie nenne ich das, in einem traditionellen Verständnis von Wissenschaftsjournalismus, der sich berechtigterweise von Viscom abgrenzen möchte. Genau, den Easiness-Effekt, den hatte Herr Stollertz vom Science Media Center, Science Media Center Germany, aufgebracht in einer anderen Runde. Ich glaube, er hatte das in Untersuchungen gesehen vom Science Media Center UK. Und sagt natürlich dann auch, das ist natürlich ein Effekt, den wünschen wir ja gar nicht. Aber ich hatte auch das Gefühl, soll damit jetzt Viscom diskreditiert werden? Ich sage das so vorsichtig, weil es muss nicht unbedingt der Fall gewesen sein. Easiness-Effekt beschrieb er so ein bisschen, also wir hatten ja heute schon mal kurz diesen Punkt. Oh, dann sind Wissenschaftler eben überrascht, wenn sie dann sich durchringen und kommunizieren, vielleicht zum ersten Mal, dass eben die Menschen nicht glauben oder geglaubt haben, vor allem in den Lebenswissenschaften, vor allem während der Pandemie zum Beispiel. Und das ist irgendwie nach vorn. Und der Easiness-Effekt ist halt, die glauben jetzt, die können das selber auch, weil man so gut kommuniziert hat, weil man das so schön runtergebrochen hat, weil man gesagt hat, naja, ich erkläre euch jetzt nicht die Statistik dahinter oder das Vorgehen. Oder dass Motivation ein fest definierter Begriff in psychologischen Studien ist und wenn man den nicht benutzt, funktioniert es nicht, weil die Vergleichbarkeit fehlt oder so. Sondern dann scheint es offensichtlich den Effekt zu geben, dass BürgerInnen irgendwie erreicht werden von der Viscom und dann auch vielleicht sagen, aber die Schlüsse, die diese Forschenden jetzt daraus ziehen, sind ja falsch. Weil ich weiß jetzt, was der einzig richtige Fluss hier draus ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie weit verbreitet er sagte, dass das sei. Aber es fände ich ein trauriges Totschlagargument gegen Viscom und möchte das einfach mal zur Diskussion stellen. Friederike, Vielleicht ich ist sehe, du hast. Julian genau eigentlich sich damit beschäftigt und würde, also, aber ich kann gerne anfangen, weil er sich jetzt nicht entstummt, dann. Genau, aber. Genau, also der Easiness-Effekt ist ja durchaus von Lisa Scharrer unter anderem untersucht worden, eine ehemalige Kollegin von mir aus der Arbeitsgruppe von Rainer Bromme. Und das ist einfach ein psychologischer Mechanismus, den sie in verschiedenen Studien zeigen konnte, dass wenn man Forschung mit einfachen Worten, also technische Fachbegriffe weglässt, versus wenn man sie nutzt, quasi, wenn man sozusagen die beiden Bedingungen gegenüberstellt, dass Leute dann eher zustimmen, dass sie sich eine eigene Meinung bilden können, versus dass sie eben auf ExpertInnen zurückgreifen. Und ich glaube, das ist halt ein Punkt, wo man sagen kann, ja, natürlich kann man das generalisieren und sagen, na, okay, das gefährdet sozusagen Viscom allgemein. Ich würde aber diese Sorge gar nicht aufbringen, weil man natürlich auch auf anderen Wegen als über Fachbegriffe klar machen kann, dass es wissenschaftliche Expertise gibt und dass man ein bestimmtes Fachwissen hat, das einfach nicht ersetzbar ist. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, also in puncto Fachbegriffen möglicherweise trotzdem verständlich zu sein, aber zu schauen, das ist eben was, wo wir uns auch im Training mit auseinandersetzen, wie stelle ich denn auf anderen Wegen als zum Beispiel über Fachbegriffe Glaubwürdigkeit her, dass man irgendwie schaut, inwiefern kann man halt trotzdem Expertise zeigen, inwiefern kann man trotzdem zeigen, dass man
Evidenz hat, das Wort, was Julian vorhin kurz definiert hat, nochmal zu bringen, Evidenz hat, die anderes Wissen, das anders gewonnen ist, möglicherweise in gewisser Weise auch schlägt. Natürlich nicht immer und in jedem Zusammenhang, manchmal ist lokales Wissen kontextuell viel wertvoller, aber ganz oft, wenn wir an die Corona-Pandemie denken, an Impfungen denken, dann haben wir ganz systematisch gewonnen Evidenz, die wichtig ist zu kommunizieren und die man durchaus auch verständlich kommunizieren kann. Ich glaube, man sollte sozusagen auf die, also gucken, inwieweit man diesen Easiness-Effekt quasi generalisieren kann, auch sozusagen ganz Swisscom oder inwiefern man lokal einfach gucken muss, welche Strategien, wie wir sie in den Trainings auch erarbeiten, kann man eigentlich nutzen, um Expertise, Glaubwürdigkeit und aber auch trotzdem Verständlichkeit irgendwie zu erreichen. Wir werden die Diskussion vermutlich nicht bis zum Ende führen können, aber ich würde trotzdem gerne Elisabeth noch die Möglichkeit geben, was dazu zu sagen, weil sie sich gemeldet hat. Und dann müssten wir aber auch für heute erstmal Schluss machen. Ist eher eine Nachfrage, dass es mich wundert, dass Volker Stollertz den Wissenschaftsjournalismus außerhalb der Wissenschaftskommunikation sieht, so wie ich das gerade irgendwie verstanden habe. Vielleicht war das auch nur ein Missverständnis, aber ich meine, der Easiness-Effekt tritt ja auch im Wissenschaftsjournalismus auf. Wir probieren ja auch immer, Dinge einfach und klar verständlich zu kommunizieren. Deswegen hat mir das jetzt eher Sorge bereitet, dass er als SMC-Chef Deutschland sagt, dass Wissenschaftsjournalismus eher nicht der Wissenschaftskommunikation zuzählen würde. Okay, dann auch bei diesem etwas unkonventionellen Abschlussbeitrag, wo wir jetzt ein bisschen vom Thema weggekommen sind. Aber ich denke trotzdem, dass heute unser Termin gezeigt hat, dass es ziemlich viel gibt, worüber wir noch diskutieren können, wenn es darum geht, wie WissenschaftlerInnen zur Wissenschaftskommunikation befähigt und auch motiviert werden können und auch wenn es darum geht, wo eigentlich die Hürden sitzen und wie diese abgebaut werden können. Deswegen, ich versuche das Schlusswort jetzt sehr kurz zu machen, damit wir halbwegs pünktlich Feierabend machen. Ich möchte aber natürlich trotzdem die Gelegenheit nutzen, mich bei allen Beteiligten zu bedanken. Zum einen natürlich bei Friederike, Lennart und Julian für den tollen Forschungsüberblick, den ich Ihnen allen ans Herz lege, ihn auch runterzuladen und hereinzuschauen, weil noch viel mehr drinsteht, als wir jetzt in dieser kurzen Zeit ansprechen konnten. Und natürlich aber auch ein herzliches Dank an Elisabeth und auch an Lisa, dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt und dass ihr darüber berichtet habt, wie ihr im Arbeitsalltag mit diesem Thema umgeht. Das war wirklich sehr, sehr toll. Und auch herzlichen Dank an meine Kollegen in der BBAW, die die Aufgabe übernehmen, die Forschungsüberblicke zu betreuen. Und natürlich auch an meine Kolleginnen bei Wissenschaft im Dialog, Lilian Fischer, Lisa Mertin und auch Hanna Kruft, die hier die Konzeption, die Organisation und die technische Betreuung gemacht haben. Herzlichen Dank an euch alle und auch an Sie alle, dass Sie sich dazugeschaltet haben, so fleißig mitdiskutiert haben. Ich hoffe, auch im nächsten Jahr schalten Sie sich wieder zu einem Lunch-Talk dazu. Ich kann schon vorwegnehmen, im neuen Jahr wird es um verschiedene Kommunikationsstile in der Wissenschaftskommunikation gehen. Ich denke, auch das wird ein sehr spannender Lunch-Talk werden. Und ich wünsche Ihnen alle eine schöne Weihnachtszeit und kommen Sie gut ins neue Jahr und auf Wiedersehen.